Hallo Strategie- und Taktikfreunde, im heutigen ultimativen Kampagnen-Guide für Ultimate Admiral Dreadnoughts zeige ich euch alles Wichtige, was ihr wissen müsst, um erfolgreich Kampagnen zu bestehen. Bleibt also dran! Bevor wir mit dem eigentlichen Guide starten, möchte ich noch ein paar Worte loswerden. Zum einen möchte ich nochmal auf den Kanal von Basti verweisen, B-Seiten Gaming. Ich blende euch das da oben mal ein. Das Kanallogo von Basti. Und unten im Videotext habt ihr dann die Verlinkung auf den Kanal. Auf B-Seiten Gaming findet ihr echt schöne Let's Plays zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Bock habt. Und lasst gerne mal einen Gruß von mir da, per Kommentar. Ja, also da bitte auf jeden Fall mal reinschauen. Cooler Kanal, cooler Typ, lohnt sich auf jeden Fall. Und hier kurze Erklärung dazu. Das ist jetzt ein allgemeiner Kampagnenguide, der euch helfen soll, Kampagnen erfolgreich zu spielen, der euch erklären soll, worum es geht, was die einzelnen Sachen bedeuten, etc. In Planung oder in Arbeit sind aber auch noch weitere Guides, die sich dann auf das Thema Schiffsbau konzentrieren, die sich auf Kämpfe konzentrieren, also die verschiedenen Richtungen. Da kommt noch einiges, seid auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten dreht sich mein Kanal ja generell um Taktik- und Strategiespiele. Das heißt, ihr findet auf meinem Kanal auch immer wieder neue Sachen. Ihr findet Reviews, ihr findet Infos, ihr findet Patch-News, ihr findet Infos zu Mods und natürlich auch immer wieder Spiele. Alles in Playlists organisiert. Schaut da also gerne mal rein. Aber jetzt starten wir mit dem Kampagnenguide. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihr bei einer Kampagne treffen müsst, ist A. Welche Nation wollt ihr steuern? Und B. Welches Startzeitalter? Und beides ist enorm wichtig. Beim Startzeitalter oder beim Startjahr wäre meine Empfehlung, nehmt auf gar keinen Fall 1890. Denn das ist vor der Dreadnought-Entwicklung. Das heißt, ihr habt Schiffe, die extrem langsam sind. Und ihr habt eine ganz beschissene Trefferquote. Und das bedeutet, jeder Kampf wird endlos quälend lang, bis man halt genügend Treffer hat, um den Gegner zu vernichten. Und das auch meist nur auf absolut kürzester Entfernung. Das ist eine Qual. Also wenn, startet frühestens 1900. Jetzt kommt der zweite Aspekt zum Startzeitalter. Wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr die Kampagnen noch nicht gut durchdrungen habt, dann wäre meine Empfehlung, startet 1900, haltet nach Möglichkeit möglichst lange Frieden mit euren Nachbarn und baut eure Wirtschaft massiv aus. Denn Geld ist enorm wichtig. Ohne eine starke Wirtschaft, keine starke Flotte, keine starken Werften, keine starke Forschung. Und um die Wirtschaft aufzubauen, braucht es logischerweise Zeit. Also meine Empfehlung für Anfänger wäre, startet 1900 oder allerspätestens 1910. Wenn ihr fit seid in der Kampagne, wenn ihr genau wisst, wie alles funktioniert, wenn ihr die Mechaniken verstanden habt und durchdrungen habt, dann könnt ihr im Endeffekt zu jeder Zeit starten. Die Herausforderungen verändern sich dann halt. Und es wird dann natürlich schwieriger, weil eure Wirtschaft dann nicht so ausgebaut ist, wie sie es sein könnte. Das wäre Punkt 1, das Startzeitalter. Oder das Startjahr. Also wie gesagt, Empfehlung für Anfänger 1900. Das zweite ist, bei Flotte geht immer auf Create Own. Denn eine Auto-Design-Flotte bedeutet, dass die KI euch zu dem Startzeitjahr eine Flotte baut. Und diese Flotte ist in der Regel totaler Mist, nahezu wertlos und ihr könnt damit nicht kämpfen. Wenn ihr aber eure eigene Flotte designt und euch quasi auf Schlachtschiffe und schwere Kreuzer beschränkt und die möglichst effektiv baut, dann könnt ihr mit denen kämpfen und auch gewinnen. Und das auch gegen überlegene Flotteneinheiten. Und auf die Art und Weise habt ihr quasi so eine Art Absicherung, falls es zum Krieg kommt, auch wenn ihr den gar nicht wollt. Ganz, ganz wichtig, immer die Flotte selbst designen. Ob ihr auf historisch geht oder auf random, ist vollkommen egal, macht keinen Unterschied. Der Schwierigkeitsgrad, der beeinflusst lediglich das Startkapital der KI-Gegner.
Es hat keinen Einfluss auf die Gefechte. Von daher würde ich es auf normal lassen und erst, wenn ihr richtig gut seid und wenn ihr jede Kampagne rockt und wenn ihr quasi immer gewinnt, dann setzt die Schwierigkeit hoch, dann starten die KI-Gegner mit mehr Geld und es wird dementsprechend herausfordernder, weil sie dann einfach mehr Rümpfe haben, also sprich mehr Schiffe. Das sei dazu gesagt. Jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Ländern, die wir hier im Spiel zur Wahl haben. Und die Einteilung nach Schwierigkeitsgraden. Ich blende euch das aber gleich auch nochmal ein und ich verlinke euch unten einen Download-Link zu einem PDF-Dokument, was ich erstellt habe, was quasi einen Kampagnenguide enthält. Und das, was ich jetzt hier so erkläre, ist da in Kurzform nochmal zusammengefasst. Das könnt ihr euch dann runterladen und halt dann entsprechend nachlesen. Fangen wir mal an. Wenn wir 1900 starten, haben wir halt Österreich-Ungarn, das Kaiserreich. Und das hört ja irgendwann auf zu existieren. Es ist aber eine ganz spannende Sache, wenn man halt mit Österreich-Ungarn spielt. Denn außer an der Adria haben sie ja keinen Zugang zum Meer. Ihr habt aber die Möglichkeit, wenn ihr es geschickt anstellt, Österreich-Ungarn zu einer absolut dominierenden Seemacht zu machen. Der Schwierigkeitsgrad schwankt zwischen leicht und mittel, und zwar abhängig davon, ob ihr es schafft, eure Nachbarn zu Freunden zu machen per Diplomatie oder halt nicht. Und meine klare Empfehlung wäre, für Anfänger, startet mit Österreich-Ungarn. Denn mit Österreich-Ungarn habt ihr eine großartige Ausgangsposition und ich erkläre euch auch gleich, wenn wir im Spiel sind, wieso. Der Punkt an der Sache ist, wenn wir uns mal Pro und Contra angucken, das wäre bei Österreich-Ungarn der große Vorteil, dass das Hauptterritorium sehr dicht beieinander liegt und man kann per Land direkt Italien bedrohen und angreifen, aber natürlich auch per See kann das kombinieren und kann sich somit sehr schnell ins Mittelmeer hinein ausdehnen. Der Nachteil ist, es gibt nur ein Weg aus dem eigenen Gebiet heraus aufs Meer, nämlich die Adria. Und wenn eure Flotte nicht stark genug ist oder ihr euch das da nicht sichern könnt, dann könnt ihr dort abgeschnitten werden. Aber wenn man es richtig macht, existiert der Nachteil eigentlich nicht. Als nächstes hätten wir Japan. Japan ist ein sehr spannendes Land für eine Kampagne. Wäre auch eine Empfehlung, allerdings nicht direkt für den Anfang. Denn man sollte die grundsätzlichen Kampagnenmechaniken verinnerlicht haben und beherrschen, um Japan spielen zu können. Aber dann wird Japan sehr, sehr spannend. Der große Vorteil von Japan ist, dass man China und Russland sehr leicht angreifen kann und sich da sehr leicht sehr viele große Gebiete erobern kann. Gerade China hat in mehreren Ländern oder mehreren Provinzen Öl, was rein wirtschaftlich enorm wichtig ist und im späteren Spielverlauf wichtig wird. Also von daher hat Japan eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Der Nachteil ist, dass Japan keinerlei Landverbindung hat zu anderen Ländern. Das heißt, die komplette Wirtschaft hängt von Transportschiffen ab. Und das ist natürlich gerade in Kriegszeiten riskant, denn wenn eure Flotte nicht stark genug ist, werden eure Transporter bedroht, angegriffen und versenkt und darunter leidet eure Wirtschaft. Das heißt, ihr seid als Japan gezwungen, eine wirklich starke Flotte aufzubauen und feindliche Handelsstörer und U-Boote halt auch entsprechend zu versenken. Und Japan gehört zu den Nationen, die auch eigene Schiffsdesigns haben, also eigene Rümpfe, die nur Japan hat, oder eigene Bauteile, die nur Japan hat. Und das sind die sogenannten Pagodentürme der Schlachtschiffe. Die sind sehr hoch, sehr breit und sehr groß, bieten ein leider großes Ziel und machen die Schlachtschiffe damit ein bisschen anfälliger. Das ist ein Nachteil. Kann man aber meiner Meinung nach mit leben. Als nächstes kommen wir zu Spanien. Spanien war ja ursprünglich mal eine riesige See- und Kolonialmacht, ist aber zu dem Zeitpunkt extrem geschwächt, weil sie in dem Spanisch-Amerikanischen Krieg den Großteil ihrer Flotte verloren haben
und jetzt hier nur noch eine kleine Rumpfflotte haben. Und Spanien hat auch kaum noch Kolonien. Der Vorteil ist, wenn ihr es richtig macht, könnt ihr mit Spanien Gibraltar kontrollieren und das Mittelmeer dicht machen. Der Nachteil ist, ihr habt ein sehr geringes Bruttoinlandsprodukt, also ihr habt ein sehr geringes Einkommen. Damit wird es schwer, Forschung aufzubauen, Werften aufzubauen, Flotten aufzubauen. Und das heißt, das macht es dann natürlich sehr schwierig, relevant zu bleiben. Und ihr seid eingekesselt von sehr starken potenziellen Gegnern in nächster Nähe. Da wäre einmal Frankreich und dann natürlich auch England. Und im Mittelmeerbereich selber hätten wir halt auch Italien und Österreich, die nach Größe streben. Macht Spanien schwierig zu spielen. Außerdem haben die Spanier keine eigenen Designs. Dann hätten wir China. Sehr interessant, wenn man eine wirklich große Herausforderung haben will. China hat zum einen keine eigenen Designs und ist von Feinden umgeben und wird wirklich von jedem angegriffen. Der Vorteil ist, man hat eine große Bevölkerung. Das würde potenziell zu einem wirklich großen Bruttoinlandsprodukt führen, wenn ihr eure Wirtschaft aufgebaut bekommt. Das dauert aber ein bisschen. Und der große Nachteil ist, Japan, Russland und US-Territorien sind in der Nähe und alle stellen eine große Bedrohung dar und ihr startet mit einem wirklich kleinen Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, ihr werdet direkt von Japan und von Russland angegriffen, also es geht ratzfatz. Auch die Engländer versuchen euch was wegzuknabbern. Eventuell auch die Franzosen und die Deutschen. Und ihr müsst halt aufbauen, habt sehr, sehr wenig Einkommen und könnt höchstwahrscheinlich nicht lange genug Frieden halten, um aufzubauen. Also China wäre eine Empfehlung für diejenigen, die in den Kampagnen richtig, richtig fit sind und die eine Herausforderung suchen. Da ist China super. Kommen wir zu Großbritannien. Zu der Zeitpunkt die Marine-Supermacht schlechthin. Die Royal Navy dominiert die Weltmeere, nicht umsonst Rule the Waves oder Rule Britannia. Und ihr habt direkt zu Beginn ein riesiges Bruttoinlandsprodukt, also wirklich riesig. Ihr habt Kolonien überall, also auf der ganzen Welt verteilt. Einnahmen sind super. Der Haken an der Sache ist, dadurch, dass ihr die Kolonien über die ganze Erdkugel verteilt habt, müsst ihr überall stark sein, um eure Kolonien schützen zu können gegen alle möglichen Gegner. Und das bedeutet, ihr habt als Nachteil die große territoriale Ausdehnung. Das macht es nämlich auch schwierig, Flottenverbände zur Unterstützung irgendwo hinzuschicken, weil im schlimmsten Fall muss eine Flotte quasi einmal um den Globus rum. Ist nicht toll. Und das wiederum bedeutet, ihr müsst überall Schlachtschiffe haben als Kern eurer lokalen Flotten. Was wiederum bedeutet, ihr braucht eine riesige Flotte und ihr braucht eigentlich noch mehr Bruttoinlandsprodukt. Macht es natürlich auch schwieriger, alles zu halten. Frankreich. Frankreich ist interessant. Frankreich hat auch eine sehr starke Marine. Viele große Häfen am Atlantik und im Mittelmeer und in Südostasien. Der Nachteil ist, wenn ihr mehrere Kriege auf einmal führen müsst, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ihr Gebiete verliert, weil ihr einfach nicht überall stark genug sein könnt aufgrund der Verteilung. Und ihr seid natürlich in Europa eingeklemmt zwischen Deutschland, England, Spanien, Italien und Österreich. Wobei da für Frankreich die größte Gefahr halt von England und von Deutschland ausgehen. Frankreich ist durchaus empfehlenswert, wenn man geübter ist. Würde ich für Anfänger nicht empfehlen. In Deutschland, je nachdem wann man es spielt, unterschiedliche Herausforderungen. Startet ihr im Jahr 1900, habt ihr eine ähnliche Ausgangsposition wie die Engländer. Ihr habt dann zwar nicht ganz so viele Kolonien, aber sie sind auch über den ganzen Globus verteilt und ihr müsstet theoretisch überall stark genug sein, sie zu halten und seid überall von potenziellen Gegnern umgeben. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Und macht die Sache natürlich auch schwieriger. Der große Vorteil von Deutschland ist aber, dass ihr Häfen habt,
mit denen ihr Russland bedrohen könnt. Ihr habt Häfen direkt in der Ostsee und ihr könnt quasi die Ostsee abblocken gegen England, dass gar keine englischen Schiffe in die Ostsee reinkommen. Und ihr könnt selber Richtung Baltikum gehen und könnt euch dort alles von den Russen schnappen. Ich persönlich habe zwei bevorzugte Startepochen oder Startjahre bei Deutschland. Einmal 1900, um die Wirtschaft richtig massiv aufzubauen, die Flotte richtig massiv aufzubauen, per Diplomatie Frieden mit England und Frankreich zu erzielen, idealerweise sogar Allianzen, und sich dann komplett auf den Osten fokussieren, auf Russland. Funktioniert wunderbar. Das Ganze geht auch, wenn man 1920 oder 1930 startet. 1930 hat man schon sehr viel Technologie. Allerdings habt ihr da natürlich auch den kleinen Nachteil, dass ihr dann weniger Zeit habt, um die Wirtschaft aufzubauen und dass es schwieriger sein kann, in Frieden und Allianzen mit England und Frankreich zu kommen. Also meine Empfehlung wäre, wenn ihr mit Deutschland anfangen wollt, nehmt 1900. Versucht auf Teufel komm raus, Frieden mit England und Frankreich hinzubekommen, idealerweise Allianzen, fokussiert euch auf den Osten. Dann ist das mit Deutschland richtig erfolgsversprechend. Die Vereinigten Staaten, sehr interessantes Land, sehr starke Wirtschaftsmacht, also ihr startet mit einem Wahnsinns-Bruttoinlandsprodukt. Euer Hauptgebiet, die United States of America, also Nordamerika, ist komplett ohne Grenzen zu potenziellen Gegnern. Also ihr könnt nicht per Land direkt angegriffen werden, was natürlich eine enorme Erleichterung ist. Und ihr habt auch schon teilweise durchaus lohnenswerte Kolonien. Außerdem haben sie noch einen Vorteil oder eine Besonderheit, dass bei späteren Entwürfen sekundäre Lafetten in die Aufbauten eingebaut werden. Das haben andere andere Staaten bis auf Japan so nicht. Und das macht es halt schon recht interessant. Der Nachteil bei den USA ist natürlich, wenn ihr mit euren Flotten in den Krieg ziehen wollt, müsst ihr von Nordamerika aus nach Europa, nach Afrika, nach Asien. Also ihr habt jedes Mal lange Strecken, bis Flotten überhaupt dort ankommen. Und das ist so ein kleiner Nachteil, aber ansonsten auch sehr interessant. Dann haben wir Russland, also hier noch das Zarenreich. Das ist auch schon wieder eher herausfordernd. Der Vorteil, den die Russen haben, ist, dass die Häfen relativ weit von potenziellen Feinden entfernt sind, mit Ausnahme Nahost. Oder Ferner Osten, besser gesagt, so Ferner Osten. Also sprich, da seid ihr natürlich sehr nah dran an Japan und China. Aber ansonsten sind eure Häfen relativ weit weg von potenziellen Gegnern. Der große Nachteil ist, dass je nach Startjahr ihr direkt mit Unruhen im eigenen Land zu kämpfen habt, was wiederum dazu führt, dass die Regierung wechselt etc. Und dass es auch durch diese Unruhen zu frühen Ereignissen kommen kann, die den Start riskanter machen und ihr startet mit einem wirklich kleinen Bruttoinlandsprodukt, was die Lage natürlich auch nicht vereinfacht. Also Russland wäre auch kein Land, was für Anfänger zu empfehlen wäre. Italien, da sind wir natürlich mitten im Mittelmeer. Ihr habt eine zentrale Position. Ihr habt als Vorteil, dass ihr in der Lage seid, Österreich, Ungarn oder Frankreich direkt anzugreifen auf Landweg. Allerdings ist Frankreich auf jeden Fall am Anfang stärker als ihr. Und Nachteil bei Italien ist, dass ihr im Endeffekt alle Häfen sehr nah beieinander habt, weil Italien halt einfach nicht so groß ist. Und ihr habt nur sehr wenige Kolonien in Übersee und sehr kleine Stützpunkte. Also das heißt, ihr müsst als Italien quasi auch erstmal massiv eure Wirtschaft aufbauen, eure Flotte ausbauen, versuchen mit so vielen Nachbarn wie möglich Frieden zu halten, um euch auf einen Nachbarn zu konzentrieren und durch diesen Nachbarn größer zu werden, bevor ihr euch dann mit größeren potenziellen Gegnern anlegen könnt. Auch kein Land, was für Anfänger zu empfehlen wäre. Und da wären wir wieder bei meiner Empfehlung, Österreich-Ungarn als Anfängerland. Ich habe schon mal eine Kampagne vorbereitet, die lade ich jetzt mal, um euch das mal im Spiel zu zeigen.
damit ihr mal seht, was geht. Und ich zeige euch gleich auch einen späteren Spielstand aus einer Kampagne, die ich schon ein bisschen länger spiele, damit ihr seht, wie krass das aussehen kann. So, das ist jetzt direkt zum Start. Wir laden das jetzt mal. Und ihr werdet dann sehen, wie die Startvoraussetzungen für Österreich-Ungarn sind. Ich kann es euch auf der Karte dann demonstrieren. Das hier ist übrigens auch ganz nice. Zwischendurch werden immer wieder Seeoffiziere oder Schiffstypen eingeblendet mit historischen Erklärungen. Finde ich sehr cool. So, hier sehen wir jetzt die Weltkarte auf Europa fokussiert. Und hier seht ihr, Österreich-Ungarn ist dieses, ja, ich nenne es mal helle Olivgrün. Relativ klein, womit man so startet. Und ihr seht, unser Zugang zum Mittelmeer geht nur über die Adria. Und hier kann im Endeffekt dicht gemacht werden, wenn eure Flotte nicht stark genug ist. Euer großer Vorteil ist aber, dass ihr per Land Italien angreifen könnt. Ihr könnt per Land Deutschland angreifen. Ihr könnt per Land auch Russland angreifen. Mein Vorschlag für Anfänger wäre es, haltet Frieden mit all euren Nachbarn, bis auf Russland. Baut eure Flotte massiv auf und greift dann per See die Schwarzmeerprovinzen von Russland an. Erobert primär Südrussland, um an das Öl zu kommen. Erobert die Krim. Erobert die Ukraine. Und als letztes erobert ihr Georgien. Dann habt ihr hier direkt einen netten Block. Habt auch den riesen Vorteil, dass ihr euer Bruttoinlandsprodukt dann ordentlich gesteigert bekommt durch diese Provinzen, die ihr dann erobern könnt. Und wenn ihr die Wirtschaft ausbaut, wirkt sich das natürlich auch positiv aus. Per Land greift ihr hier rein an, das geht automatisch, das könnt ihr nicht beeinflussen, das macht eure Regierung. Und wenn ihr Allianzen mit anderen Ländern habt und diese anderen Länder ebenfalls mit Russland im Krieg sind, dann unterstützen sie euch auch bei den Landfeldzügen. Und wenn ihr es dann schafft, hier reinzustoßen, habt ihr quasi eine direkte Verbindung zu eurem Reichsgebiet, was die Sache dann super macht. Und wenn ihr hier alles erobert habt, könnt ihr im Endeffekt mit einer einzigen Flotte, die ihr hier bei Konstantinopel stehen lasst, das Schwarze Meer abriegeln und seid safe. Das ist wirklich super. Und dann könntet ihr euch im Endeffekt um Italien kümmern. Könntet Italien übernehmen. Das wäre so die Vorgehensweise für Österreich-Ungarn. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussehen kann, wenn man sich im Endeffekt an diese Taktik hält und wenn man auf diese Art und Weise Österreich-Ungarn spielt und sich ausbreitet. Der Spielstand, den ich da laden werde, der hat 22 Jahre Spielzeit hinter sich. Also in-game 22 Jahre. Und ihr werdet sehen, Österreich-Ungarn ist da schon zu einer echten Großmacht geworden, also wirklich Großmacht. Und hat sich ordentlich bedient und ist gerade dabei, Richtung Mittelmeer zu gehen, nachdem man quasi eine starke Wirtschaft aufgebaut hat. Ja, ihr seht, ich habe auch schon diverse Schiffstypen gebaut und entwickelt. Hier seht ihr auch, dass es wichtig ist, vorhandene Schiffe zu modernisieren. Dann seht ihr immer in Klammern die Jahreszahl der Modernisierung und die wievielte Variante das ist. Denn es macht halt einfach Sinn, gute Designs, die funktionieren, zu verbessern, um den Kampfwert zu erhalten. Gerade am Anfang ist das wichtig, weil das Modernisieren einfach viel schneller geht als ein Neubau. Klar, bestimmte Schiffstypen müsst ihr einfach neu bauen, um zeitgemäß zu sein und mitzuhalten. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken uns jetzt mal die Lage an. Und ihr seht, Österreich-Ungarn ist richtig groß. Also wir grenzen jetzt quasi direkt an Zentralrussland und an Nordrussland. Wir haben Finnland erobert. Wir haben Estland, Lettland, Litauen erobert. Wir haben Belarus, wir haben Ostpolen, die Ukraine, also uns geht es richtig, richtig gut. Unsere Flotte zeige ich euch auch mal, damit ihr mal den direkten Vergleich seht. Hier seht ihr, was ich mit Frankreich meine und dass sie gefährlich sind. Die haben eine riesen Flotte. Deutschland hat gerade mal die Hälfte.
Die Amis nur 89, die Engländer immerhin auch 142, Italien nur noch 23, Japan nur noch 45. Wir sind immerhin bei 103. Und bei uns läuft jetzt halt auch ein Flottenaufbau, damit wir es dann auch mit den größeren Mächten aufnehmen können. Wobei das klare Ziel, hier seht ihr auch Spanien, bedeutungslos mit 8. Russland mit 42 auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Unser nächstes Ziel wird Italien sein. Denn damit steigern wir dann nochmal unser Bruttoinlandsprodukt enorm, bekommen nochmal eine ganze Menge Häfen dazu und sobald wir Italien abgefrühstückt haben, schnappen wir uns Frankreich. Und somit, wenn wir Italien und Frankreich platt haben, ach ja, hier ist übrigens auch schon Österreich-Ungarn, das hatte ich euch ganz unterschlagen, ich habe nämlich schon einen Teil von Spanien erobert und ich habe mir hier spanische Inseln geschnappt, um auch im Atlantik schon Fuß zu fassen. Also Österreich-Ungarn ist richtig gut dabei und aktuell läuft gerade eine Invasion. Allerdings habe ich hier noch nicht genug Tonnage, um das wirklich zu rocken. Ich versuche nämlich auch hier in Spanien reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz, Österreich-Ungarn ist richtig am Rocken. Und das kann man im Endeffekt machen, wenn man mit Österreich-Ungarn spielt. Und das ist, wie gesagt, das perfekte Einsteigerland. Und ich gebe euch jetzt im weiteren Verlauf noch weitere wichtige Hinweise, worauf ihr bei der Kampagne achten müsst, um erfolgreich zu sein. Aber das zur Auswahl der Länder und zum Vergleich der Länder. Wie gesagt, der Kampagnenguide ist unten im Videotext verlinkt. Auf geht's ins nächste Kapitel. Kommen wir mal zum Punkt erste Schritte in eurer Kampagne. Ihr habt jetzt die Kampagne gestartet, seid im Spiel und wisst erstmal nicht, was müsst ihr eigentlich tun? Worauf müsst ihr achten? Keine Sorge, werdet ihr jetzt Schritt für Schritt erfahren. Wir haben als Österreich-Ungarn gestartet. Wie ich euch ja schon erklärt habe, habe ich die Schiffe selber designt und ich habe mich auf Schlachtschiffe und auf schwere Kreuzer beschränkt. Das ist halt, naja, relativ altmodische Technik, weil wir das Jahr 1900 schreiben. Dementsprechend sind diese Schiffchen nicht unbedingt der Burner, aber die sind das Beste, was man zurzeit bauen kann. Und die sind kampfkräftig genug, um die meisten Gegner zu erledigen. Torpedos werden im Laufe des Spiels eine große Gefahr, vor allem richtig eingesetzt. Denn durch die Forschung bekommen Torpedos immer mehr Geschwindigkeit, bekommen immer mehr Sprengkraft, bekommen immer mehr Reichweite und je nach Antriebsart sind sie kaum noch zu sehen. Das heißt, Torpedos werden eine echte Gefahr. Später werden auch Zerstörer eine echte Gefahr, wenn ihr sie richtig baut. Also sprich, wenn ihr sie so baut, dass sie Geschwindigkeiten haben von, ich sag mal, mindestens 32 bis hin zu 36 Knoten oder mehr. Und wenn ihr sie so bewaffnet, dass sie kleine, schnellfeuernde 12 bis 15 cm Geschütze haben, die Brandmunition verschießen und ordentlich Torpedos. Und dann einfach mit Rudeln von diesen kleinen Schiffen Großkampfschiffe angreifen und torpedieren. Damit macht ihr unglaublich Schaden. Das gleiche gilt für leichte Kreuzer, die man ähnlich bauen kann. Und die kann man zusätzlich auch noch als Minenleger verwenden. Die Kombination ist echt mörderisch, die setzt aber dann auch noch als Rückgrat Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer oder schwere Kreuzer voraus, die dann so ein bisschen wie ein Tank arbeiten, also auch Feuer einstecken können, aber auch gut austeilen können. Aber die Kombination ist echt mörderisch. Am Anfang 1900 sind Torpedos ein Witz, was die Reichweite betrifft, was die Geschwindigkeit betrifft, die sind gut sichtbar und die Schiffe, die sie abfeuern, sind auch nicht sonderlich schnell. Das heißt, es macht am Anfang einfach keinen Sinn, Torpedoboote zu bauen oder die ersten Zerstörer. Lohnt sich nicht. Das gleiche gilt für leichte Kreuzer. Die sind am Anfang einfach zu langsam. Leichte Kreuzer leben von Geschwindigkeit. Dementsprechend, ihr kriegt da nur leichte Waffen drauf. Die sind zu langsam, die sind einfach nur Ziele. Schlachtkreuzer sind im Grunde genommen nichts anderes als leicht gepanzerte, schnellere Schlachtschiffe. Macht am Anfang auch keinen Sinn. Daher könnt ihr euch wirklich ganz am Anfang auf Schlachtschiffe und auf schwere Kreuzer konzentrieren. So viel zur Flotte, das wäre das.
Wichtig, ganz, ganz wichtig beim Kampagnenstart ist der Politikbildschirm. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, Politik zu machen. Ihr seht jetzt hier alle Nationen. Ihr habt bei jeder Nation die Möglichkeit Improve Relations oder Increase Tensions. Soll heißen, hier verbessern wir die Beziehung und hier verschlechtern wir die Beziehung. Ihr könnt das Spiel natürlich auch auf Deutsch spielen. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Ich benutze die englische Variation, weil die deutsche halt einfach fehlerhaft übersetzt ist. Und sorry, wenn ich das so sage, aber es kotzt mich an, wenn bei einem sinkenden Schiff in Klammern steht, ertrinken. Ich meine, ja, gut, da werden ein paar Matrosen ertrinken. Aber nein, das Schiff ertrinkt nicht, das Schiff sinkt. Das bringt mich unglaublich auf die Palme und deswegen, ich ertrage das nicht, deswegen spiele ich es auf Englisch. Ich spiele fast alle Spiele auf Englisch, weil mich sehr häufig die schlechte Übersetzung nervt. Nichtsdestotrotz, hier verbessert ihr die Beziehung, hier verschlechtert ihr die Beziehung. Und ihr müsst das Ganze so lesen. Hier ist das britische Empire, also England. Und hier sind die Beziehungen Englands zu den verschiedenen Nationen. Wir sind Österreich-Ungarn, minus 55%. Das ist natürlich erstmal schlecht. Wenn ihr bei minus 100 seid, bedeutet das offener Krieg. Das heißt, wenn ihr Krieg vermeiden wollt, solltet ihr da unbedingt was in den Beziehungen tun. Hier sind wir sogar bei minus 70%, noch schlimmer. Das heißt, unsere erste Aufgabe wird das jetzt sein, abwechselnd von Zug zu Zug bei den beiden Ländern die Beziehung zu verbessern. Wenn wir jetzt mit Frankreich starten, Improve Relations, dann wird die Frage gestellt, wollt ihr es wirklich? Jo, wollen wir. Das dauert jetzt eine Runde. Nächste Runde bekommt ihr das Ergebnis, ob es geklappt hat oder nicht. Dann könnt ihr aber in der nächsten Runde hier keine neue Beeinflussung machen, müsst dann auf ein anderes Land wechseln. Das nur als wichtiger Hinweis. Das andere ist, ihr seht hier auch an den Beziehungen, ob England mit irgendjemandem im Krieg ist oder Frankreich und wie die Beziehungen stehen. Und so kann man eventuell auch auf Allianzen hinarbeiten. Des Weiteren seht ihr hier das Bruttoinlandsprodukt, das beziehungsweise das Gesamtbruttoinlandsprodukt und habt da mal so die Vergleiche. Und ja, ihr seht halt schon, die unterscheiden sich doch sehr. Und die kann man im Spiel auch noch massivst ausbauen. Also wirklich massivst ausbauen. Werdet ihr dann aber später auch noch sehen. Und da seht ihr auch, wie schwach Spanien ist. Wir sind auch im Moment zu Spielstart noch richtig schwach auf der Brust. Muss sich natürlich ändern. Und damit sich das ändert, gehen wir auf den Reiter Finanzen. Hier habt ihr mehrere wichtige Aspekte. Aspekt 1 ist, wir sehen hier unsere Kapazität, Schiffe zu bauen. Unsere Technologiestufe ist Durchschnitt. Die sollte definitiv höher sein. Dann haben wir die maximale Werftgröße. Das heißt, wir können maximal Schiffe bauen, die 19.500 Tonnen wiegen. Größer darf ein Schiff nicht sein, weil wir es dann nicht bauen können. Und hier haben wir die Werftkapazität insgesamt. 118.700 Tonnen sind gerade im Bau, aber wir haben nur 57.486 Tonnen Werftkapazität. Das ist schlecht, weil das bedeutet, dass dass wir im Endeffekt Kosten produzieren. Da braucht ihr euch aber nicht irritieren zu lassen. Das ist die erste Runde direkt nach dem Start. Wir haben ja die Flotte selbst designt. Das heißt, nachdem ihr gestartet habt, geht ihr quasi auf Ship Design, sucht euch aus, was ihr bauen wollt und geht auf Build Ship. Und dann habt ihr bei Fleet diese Auflistung und ihr seht 0 Monate. Das heißt, in der nächsten Runde sind diese Schiffe alle fertig und sind einsatzbereit. Ihr solltet aber im Spielverlauf vermeiden, dass ihr mehr produziert, als ihr bauen könnt. Denn dann steigen die Kosten und es dauert länger. Außerdem müsst ihr immer beachten, dass die Schiffsbaukapazität sowohl für Neubauten gebraucht wird, als auch für Umrüstung, als auch für Reparaturen. Und daher müsst ihr unbedingt immer eure Werftkapazität ausbauen. Wir haben aktuell im Monat jetzt 37 Millionen, die reinkommen. Ist nicht schlecht. Unsere erste Pflicht ist es, das Transportwesen, also die Handelsflotte auszubauen. Wir gehen auf Maximum, bleiben noch 16 Millionen übrig.
Der Reiter sollte immer auf Maximum bleiben, bis ihr 200% erreicht habt und darüber hinaus. Denn zum einen steigert das kontinuierlich weiter euer Wirtschaftswachstum und eure Einnahmen. Zum anderen, was auch wichtig ist, werden damit Kriegsverluste ausgeglichen, denn ihr verliert im Krieg Handelsschiffe. Der zweitwichtigste Reiter ist das Tech-Budget. Wenn wir den auf Maximum ziehen, sind wir bei 17 Millionen im Minus. Wir haben aber nur 9 Millionen Vermögen. Können wir also nicht bringen, den Stunt. Jetzt tasten wir uns ran. Wir können noch ein bisschen mehr. Ja, wir können noch ein bisschen mehr. So. 2 Millionen, das sollte erstmal reichen. Denn der zweite Reiter beeinflusst euer Forschungsbudget. Das ist extrem wichtig, denn je höher der Reiter eingestellt ist, desto schneller läuft eure Forschung. Und eure Forschung ist enorm wichtig. Der drittwichtigste Reiter ist Crew Training. Wie der Name schon sagt, da geht es um die Ausbildung eurer Crews, also auf den Schiffen. Und dieser Reiter beeinflusst A, die maximale Höhe des Trainingsstands und B, die Geschwindigkeit des Trainings. In der Reihenfolge 1, 2 und 3. Der muss immer auf Maximum sein. Der sollte so schnell wie möglich auf Maximum gehen und der sollte als drittes auf Maximum gehen. Des Weiteren müssen wir unbedingt Werftkapazität aufbauen. Das können wir im Moment aber nicht, weil wir das Geld nicht haben. Nachdem ihr das gemacht habt, geht ihr noch auf Research. Research ebenfalls super wichtig. Ihr seht hier die gesamte Technologie, die man erforschen kann. Meine persönliche Empfehlung ist, vergesst U-Boote. Ich finde, die sind vom Effekt her einfach viel zu schwach und die bringen viel zu wenig Nutzen in Relation zu den Kosten, vor allem am Anfang. Das ist in den 40er Jahren dann anders, aber in den 1900, 1910, 1920 könnt ihr die vergessen. So ab 1930 fangen die an, interessant zu werden. Aber die sollten keinen Schwerpunkt haben. Ganz, ganz wichtig ist Hull Construction, weil hier steigern sich die Werte bei Ship Construction Time immer mehr und auf den höheren Stufen reduziert das die Zeit, die ihr braucht, um ein Schiff zu bauen, pro Forschungsstufe um minus 17,5%, also echt viel. Außerdem wird die Qualität der Schiffe besser und die Hüllen werden leichter. Das braucht leider auch immer sehr viel Zeit für Forschung. Armor Quality ist ebenfalls extrem wichtig, denn je moderner die Panzerung ist, desto leichter wird sie und desto mehr Raum habt ihr dann auf dem Schiff für Waffen, Antriebe etc. Antriebe, ebenfalls extrem wichtig, beeinflusst zum einen die Geschwindigkeit eurer Schiffe, zum anderen sind moderne Antriebe leichter. Ergo, ihr habt wieder mehr Raum für Waffen und andere Sachen. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, einfach so alles laufen zu lassen, nirgendwo einen Fokus drauf zu legen. Dann wird euer gesamtes Forschungsbudget gleichmäßig verteilt. Ihr könnt aber auch hergehen und könnt sagen, ich möchte jetzt aber unbedingt das hier schneller erforscht haben. Klickt das an und habt das zur Priorität gemacht. Damit reduziert sich die Forschungszeit. Setzen wir eine zweite Priorität hier drauf. Dann haben wir das in einem Monat, das in zwei Monaten. Setzt niemals alle drei Prioritäten. Denn wenn ihr das tut, dann habt ihr euer gesamtes Forschungsbudget auf diese drei Zweige gerichtet und es wird nichts anderes mehr erforscht. Idealerweise setzt ihr immer nur eine, maximal zwei Prioritäten. Und dann so, wie es für euch am besten passt. Small Guns, mal als Beispiel, sind wichtig für Zerstörer und für leichte Kreuzer. Oder für Sekundärwaffen auf Großkampfschiffen. Big Guns sind die großen Geschütze für eure Schlachtschiffe, eure Schlachtkreuzer und eure schweren Kreuzer. Beides sehr wichtig. Bei den Torpedos habt ihr einmal hier den Antrieb. Hier seht ihr, dass bei der nächsten Stufe die Reichweite auf 1500 Meter erhöht wird und die Geschwindigkeit wird erhöht. Die Genauigkeit wird erhöht und die Chance für Versager wird reduziert. Beim Torpedo Size, da vergrößert ihr die Größe der Torpedos, also der Durchmesser sozusagen, was bedeutet mehr Sprengkraft. Und bei Torpedo Tubes habt ihr wieder Verbesserungen der Werfer, also die werden leichter,
Die drehen sich schneller und die werden schneller nachladbar. Außerdem schaltet ihr damit im Laufe der Zeit Werfer mit bis zu 4 oder 5 Torpedorohren frei. Die Anfangswerfer haben jeweils nur ein Torpedorohr. Das heißt, um eure Torpedowaffe zu verbessern, müsst ihr alle drei nach vorne bringen. Nur mal so als Beispiel. ASW, Underwater Acoustics, extrem wichtig für eure Zerstörer und leichten Kreuzer, damit ihr euch später gegen diese nervigen U-Boote wehren könnt. Denn ihr braucht Wasserbomben und ihr müsst die Dinger ja auch orten, um die Wasserbomben präzise schmeißen zu können. Manöver Warfare, extrem wichtig. Ihr seht ja hier, was alles gesteigert wird. Und Naval Communications, auch extrem wichtig. Denn das müsst ihr steigern, damit ihr größere einzelne Flottenverbände aufbauen könnt. Denn die Größe des Flottenverbands hängt von der maximalen Besatzung zusammen oder ab. Das heißt, wenn ihr mehrere Schiffe habt, die zusammen 7.000 Mann Besatzung erreichen, könnt ihr keine weiteren Schiffe hinzufügen. Habt ihr hier aber ein Limit von 12.000, könnt ihr entsprechend mehr Schiffe hinzufügen. Deswegen muss auch das immer weiter erforscht werden. Echt wichtig. Naja, und der Rest ist ja mehr oder weniger selbsterklärend. Also im Grunde genommen ist eigentlich alles wichtig. Ihr müsst halt schauen, in welcher Reihenfolge ihr erforscht. Und wenn ihr ein neues Design machen wollt, also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen neuen Zerstörertyp bauen wollt, weil ihr schon genügend Technologie habt und Zerstörer bei euch schon echt effektiv sind, dann achtet darauf, dass ihr kurz vorher nochmal Small Guns hochbringt und Destroyer Design. Und dann könnt ihr quasi loslegen. Oder wenn ihr kurz davor steht, die Torpedos zu verbessern, forscht das, bevor ihr das neue Design macht. Das dazu. So, wir haben jetzt soweit erstmal alles gemacht. Wir starten jetzt die Kampagne. Das ist jetzt quasi der erste Zug. Und jetzt sind unsere 10 Schiffe auch direkt instant gebaut. Und wenn wir jetzt gucken, ist unsere Werftkapazität auch nicht mehr ausgeschöpft. Wir sind direkt bei 0. Und das Gute ist, dadurch haben wir jetzt auch direkt Plus, weil wir keine Bauten haben. Das heißt, wir können jetzt auf Werftausbau gehen. Da wir ein bisschen knapp bei Kasse sind, mache ich erstmal nur einen geringeren Ausbau. Reduziert aber direkt schon mal unser monatliches Einkommen um die Hälfte. Ist nicht schlimm. Wir müssen halt, wie gesagt, ausbauen, ganz wichtig. Und durch den Ausbau steigert sich dann die Maximalgröße. Danach könnten wir dann schon Schiffe mit 24.900 Tonnen bauen. Und die maximale Werftkapazität steigert sich natürlich auch. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, hier wieder ein bisschen hochzugehen und gucken mal. Ja, geht sogar noch ein bisschen mehr. Dann gehen wir auch hier mal ein bisschen höher. Das ist der geringste Einzelposten. Aber da kann ich euch jetzt sehr schön zeigen, wie das Bruttoinlandsprodukt steigt. Wir machen das mal auf Maximum. Dann sind wir hier bei... Oh nee, das machen wir nicht auf Maximum. Gucken wir mal, wie wir da stehen. Das ist immer noch zu viel. Müssen wir weiter runter. Ja, das geht. So, wir gehen dann wieder, nicht vergessen, immer auf den Diplomatie-Modus. Haben wir ja aktuell schon gemacht. Wir hatten mit Frankreich die Verbesserung angestoßen. Das gilt quasi für diese Runde. Und ihr werdet jetzt sehen, da wir einen Großteil unseres Einkommens in den Ausbau der Wirtschaft stecken, aktuell haben wir Minus von 1 Million. Wenn wir jetzt auf Next Turn gehen, berechnet die KI erstmal für alle anderen Beteiligten. Da werden dann Schiffe modernisiert, Schiffe gebaut. Links unten im Log seht ihr, was gerade passiert. Dann kommen Einblendungen, wer gerade wo Öl gefunden hat. Wenn etwas erforscht wurde, bekommt ihr die Einblendung, was erforscht wurde und was das bringt. Zu Beginn des Spiels werden auch die ganzen Passagen freigelegt und euch mitgeteilt. Und hier haben wir die diplomatischen Bemühungen, die waren erfolgreich. Unsere Verbindungen zu Frankreich haben sich um 13 Punkte verbessert. Und wir sehen jetzt, wenn wir auf Frankreich gehen, können wir erstmal nicht auf Improved Relations gehen. Das geht erst nächste Runde wieder. Wir gehen jetzt direkt auf England und verbessern hier auch die Beziehung. Selbst wenn ihr da Rückschläge habt, bleibt am Ball, weil wir brauchen erstmal Frieden. Wir müssen erstmal Zeit haben, um unsere Wirtschaft auszubauen. Und jetzt guckt mal hier, wir sind direkt im Plus. Also der Wirtschaftsausbau läuft richtig gut an. Und wir steigern deswegen unser Tech-Budget.
Und wir steigern auch direkt ein bisschen hier oben. Ah, wir können noch ein bisschen mehr. So. Und die Wirtschaft wächst. Sie wächst und gedeiht. Unsere Forschung läuft, das ist auch gut. Da dann auch immer wieder die Fokusthemen rausnehmen und neues Fokusthema nehmen. Wobei, es reicht dann erstmal eins. So. Wir gehen wieder auf Politik. Und können jetzt wieder bei den Franzosen gut Wetter machen. Wir sind jetzt schon bei 11 Millionen plus. Das heißt, wir können unser Forschungsbudget hochsetzen. Wir können es weiter hochsetzen, das ist gut. Gucken wir mal auf... Ja, perfekt. Jetzt haben wir minus 600.000, wird nächste Runde ein Plus sein. Sehr schön. Ist zwar noch ein kleines Plus, aber es ist ein Plus. Das sind Ereignisse, die zwischendurch immer wieder eintreten. Und hier bei den Ereignissen müsst ihr schauen, was passiert. Würden wir den ersten Reiter nehmen, dann würde zwar unser Naval-Prestige steigen und die Unruhen würden sich reduzieren. Die Verbindung zu China würde sich verschlechtern. Hier ist es quasi umgekehrt. Und hier würden wir sogar noch Geld bekommen. Da China für uns weit weg ist, wir da unten keine Kolonien haben und es uns scheißegal sein kann, ob wir mit denen Krieg haben oder nicht, gehen wir auf jeden Fall den Weg und steigern somit unsere Finanzen. Sehr schön, wir haben ein neues Kreuzerdesign, wir können jetzt größere Kreuzer bauen. Das ist auch immer der Punkt, wo ihr dann wieder auf Forschung gehen solltet, um euren Schwerpunkt zu verändern. So, wir gehen jetzt wieder auf die Finanzen. Das sieht soweit gut aus. Wir sind im Plus, wenn auch schwach. Politik. Wir verbessern oder versuchen wieder mit England das Verhältnis zu verbessern. So. Dann wird wieder geforscht. Und unser großes, großes, großes Ziel ist, wir müssen... Ah, perfekt. Hat sich verbessert. Das hat leider nicht geklappt. Die Franzosen haben versucht, unsere Verhältnisse zu verbessern. Wir probieren das jetzt auch. Weil ich möchte natürlich möglichst Richtung Null oder in den Plusbereich, damit wir Zeit zum Aufbau haben. Denn wir sind einfach zu schwach im Moment. Das seht ihr auch sehr schön, wenn ihr euch das anguckt. Wir haben gestartet, oder ja, ich meine, wir haben mit 33 gestartet. Und wir sind jetzt bei 34. Also wir müssen es auf jeden Fall deutlich weiter nach oben treiben. Und das kostet natürlich Zeit. Das seht ihr auch hier, dass unsere Transporterkapazität jetzt bei 110 ist. Und wir müssen mindestens bei 200 sein. Selbst wenn ihr bei 200 seid, lasst den Reiter auf Maximum, weil es wächst weiter. Das ist echt, echt wichtig. Und ja, also so weit, so gut. Und das Grundprinzip ist dann quasi, dass man auf die Art und Weise seine Forschung vorantreibt, dass man die Wirtschaft vorantreibt. Sobald das Einkommen steigert oder gesteigert ist, geht ja auch bei Crew Training auf 100%, damit die Besatzung eurer Schiffe halt einfach besser werden. Und wir müssen jetzt quasi unsere Wirtschaft ankurbeln. Und da ist es halt auch wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere Handelsflotte nicht abgesperrt wird. Also wir müssen quasi dafür sorgen, dass der Bereich offen bleibt. Zur Not müssen wir da halt auch einfach eigene Schiffe stationieren. Und davon haben wir aktuell natürlich nicht viele. Aber das ist wichtig. So, und Politik. Ich möchte ja möglichst schnell die Verbindungen zu Frankreich und England verbessern, damit wir einfach nicht Gefahr laufen, mit denen in den Krieg zu geraten. Deswegen ist der Fokus immer im Wechsel am Anfang auf Frankreich und England. Und später würden wir eventuell auch ein bisschen auf Italien gehen. Wir haben die glückliche Lage, dass wir selber schon Öl haben durch Galizien. Ich lege es aber auch so ein bisschen darauf an, mit Russland Krieg zu bekommen, um mir Südrussland zu holen. Denn ihr seht hier, das Ölfass ist deutlich größer als das Ölfass. Wenn ihr auf das Land geht, seht ihr die Einblendung. Ihr seht das Einkommen und ihr seht
unten auch Oil Production per Capita. Und das sind 15.512 Barrels. Und hier haben wir 42.000. Und Öl wird später wichtig. Im Moment sind alle unsere Schiffe mit Kohlekessel betrieben. Als nächste Technologiestufe kommt Semi-Oil. Das heißt, das ist eine Mischung aus Öl und Kohle. Und ganz zum Schluss habt ihr nur Öl. Und wenn ihr dann keine eigenen Ölreserven habt, müsst ihr Öl kaufen. Das heißt, die Schiffe werden teurer, der Unterhalt wird höher, der Bau der Schiffe wird teurer. Und das Verproviantieren der Schiffe, also sprich auch das Nachtanken, dauert auch länger. Deswegen ist es enorm wichtig, eigenes Öl zu haben. Und deswegen sollte man auch ein bisschen so kalkulieren, dass man eigenes Öl kriegt. Inzwischen ist es so, dass jedes Land irgendwie eigenes Öl hat. Ich guck gerade mal. Italien scheinbar nicht. Zumindest hier nicht. Und Spanien auch nicht. Okay, streicht jedes Land. Zumindest die größeren Länder haben jetzt Öl. Aber es macht halt einfach Sinn, mehr davon zu haben. Und die Provinzen, in denen Öl sind, die haben auch das Potenzial, wirtschaftlich gesehen, wenn ihr eure Wirtschaft ankurbelt, auch einfach mehr Einnahmen zu generieren. Von daher ist das halt eine echt wichtige Sache. Hier dann wieder den Fokus rausnehmen und auf das nächste setzen. Im Moment bauen wir sowieso noch nichts. Erstmal müssen wir halt dauerhaft ins Plus kommen. Und zum anderen müssen wir halt auch einfach unsere ganzen Investitionen auf Maximum bringen. Also sprich Ausbau der Wirtschaft, Tech-Budget und Crew-Training. Das muss alles auf Maximum sein. Zwischendurch gibt es immer wieder Einblendungen, dass Großmächte Allianzen und Handelsverträge eingehen mit kleineren Ländern. Das ist immer super, denn das steigert definitiv die Einkommenssituation enorm. Außerdem kaufen solche Länder dann auch bei euch gebrauchte Kriegsschiffe, die ihr eingemottet habt. Oder aber sie geben euch sogar Aufträge für Neubauten. Das ist super, weil damit kann man richtig gut Geld verdienen, vorausgesetzt ihr habt genügend freie Werftkapazität. Überschreitet ihr die, zahlt ihr drauf. Sehr gut. Mühsam nähert sich das Eichkätzchen. Ihr seht, die Verbindungen verbessern sich. Wir sind hier jetzt schon bei minus 41 und hier bei minus 47. Wir waren hier bei minus 70. Wir gehen natürlich weiter, weil wir wollen Richtung 0. Bei den Finanzen gucken wir mal, ob wir da nicht auch schon ein bisschen steigern können. Ja, können wir sogar noch mehr. Ah, geht noch mehr. Gucken wir mal, ob wir 75 hinbekommen. Noch mehr, ich bin begeistert. So, ja, so soll es erstmal reichen. Und dann würden wir quasi wieder auf die nächste Runde gehen. Und auf die Art und Weise haltet ihr jetzt nach Möglichkeit die Füße still, bis bis ihr eine richtig stabile Wirtschaft habt, bis ihr ein gutes Einkommen habt. Die Russen haben noch mehr Öl gefunden. Wir verbessern aber unsere Technik, das ist auch gut. Und ich würde mit dem Bau neuer Schiffe tatsächlich warten, bis man, bis es sich technologisch lohnt. Also bis ein Neubau wirklich besser ist als das, was ihr jetzt habt. Und dazu sollte man auf jeden Fall die beiden ganz mindestens einmal gesteigert haben. Kreuzer- und Zerstörer-Design einmal gesteigert haben. Antrieb, also die oberste Reihe einmal und den Block auch einmal. Und dann kann man im Endeffekt hergehen und kann sagen, so, wir designen jetzt zum Beispiel neue schwere Kreuzer oder neue Schlachtschiffe und bauen die. Und ihr müsst im Hinterkopf behalten, dass gerade Schlachtschiffe und schwere Kreuzer richtig lange dauern, bis die gebaut sind. Das kann teilweise 3-4 Jahre dauern, bis ein Schiff fertig ist. Das hängt von eurer Technologiestufe ab und das hängt von eurer Werftkapazität ab. Ist aber wichtig, braucht ihr. Und dementsprechend müsst ihr das dann auch etappenweise machen.
Und wir brauchen es natürlich auch, um unsere Flotte zu stärken. Denn wenn wir uns das russische Schwarzmeer holen wollen, dann brauchen wir eine Flotte, die stark genug ist für Naval oder für Seeinvasion. Naval Invasions heißt es ja. Und das ist dann halt so unser weiterer Zielfokus. Aber wenn wir jetzt anfangen, eine Flotte zu bauen, wäre die einfach, naja, ich würde mal sagen, veraltet im Vergleich zu dem, was wir aktuell haben. Oder nicht modern genug, nicht kampfkräftig genug, deswegen warte ich da noch ein bisschen. Wird aber relativ früh kommen. Das wäre so der Ablauf für die Kampagne am Anfang. Ideal wäre es, wenn ihr es schafft, euch vielleicht sogar 10 Jahre lang aus dem Krieg rauszuhalten mit den Großmächten und euch so lange auf ein Ziel fokussiert, zum Beispiel hier auf Russland. Und hier seht ihr gerade, da herrschen Unruhen. Und ja, Russland wäre, wie gesagt, das Primärziel. Für Österreich-Ungarn bietet es sich an, eine Allianz mit Deutschland anzustreben. Hat dann den Vorteil, wenn ihr dann Landkrieg gegen Russland führt, ist Deutschland höchstwahrscheinlich mit dabei, weil die höchstwahrscheinlich dann auch im Krieg sind mit Russland. Und dann habt ihr halt bei den Bodenangriffen mehr Manpower und somit größere Chancen, das zu gewinnen. Das wäre im Endeffekt der Start der Kampagne und was dabei zu beachten ist. Weiter geht's im nächsten Kapitel. Kommen wir nun zu Unruhe und Marineprestige, oder im Englischen heißt es Unrest und Naval Prestige. Wenn ihr hier euch das anschaut, ich muss gerade mal gucken, ob wir da ein Mouse-Over bekommen. Nee, scheinbar nicht. Also ihr seht, Unrest ist bei 0. Das reduziert oder steigert sich durch Ereignisse, die ihr zwischendurch bekommt und die ihr sozusagen beantworten müsst. Und das steigert und reduziert sich durch Siege oder Niederlagen. Und wie ihr seht, Deutschland oder das Deutsche Reich hat mit meiner bevorzugten Strategie sich die Schwarzmeerküste gesichert und das Öl. Ich habe mir das Baltikum und Polen gesichert. Ich bin in Finnland. Und ihr seht jetzt hier diese schicken roten Streifen oder Pfeile besser gesagt. Das sind Landschlachten. Ich habe inzwischen einen Krieg mit Österreich-Ungarn, der war nicht so wirklich gewollt, aber ich bin jetzt auch nicht traurig drüber, denn durch diesen Krieg habe ich dann die Chance, ein einheitliches Territorium hinzubekommen mit Landverbindungen, was ich halt schon haben möchte. Und ja, ich bin aktuell im Krieg mit der Sowjetunion, mit Italien und mit Österreich-Ungarn. Und hier seht ihr die Siegpunkte gegenübergestellt. Und die Siegpunkte erhaltet ihr durch das Einnehmen von Provinzen und durch das Versenken von Schiffen. Und wie ihr seht, ich habe eine Menge russischer Schiffe versenkt. Bei Österreich-Ungarn sieht es auch schon ganz gut aus und bei Italien erst recht. Und wenn ihr euch jetzt diese Landverbindung anguckt, wenn wir hier auf den roten Pfeil gehen, dann bekommt ihr die Anzahl eurer Truppen, die angreift, und ihr bekommt die Anzahl der Verteidiger. Und da seht ihr auch, Österreich-Ungarn ist mit der Sowjetunion alliiert. Deswegen kämpfe ich da gegen Truppen aus beiden Ländern. Ich habe im Moment leider keine Allianzen, die mit Österreich-Ungarn im Krieg sind. Ansonsten hätte ich jetzt auch noch alliierte Truppen dabei. So muss ich das selber stemmen. Generell kann man sagen, wenn man eine Provinz aus mehreren eigenen Provinzen angreifen kann, sind die Erfolgschancen einfach deutlich höher. Und ja, das Lustige ist, dass Italien auch mit Österreich-Ungarn im Krieg ist. Und Österreich-Ungarn hat Italien schon was weggeknapst und die Italiener versuchen sich das gerade zurückzuholen. Das ist schon irgendwie ganz faxig. So oder so, ihr seht die Entwicklung hier in der Kampagne. Das ist Deutschland, gestartet 1910 und wir sind jetzt 1926. Ich war zwischenzeitlich alliiert mit England und Frankreich, bin aber immer noch im guten Frieden mit denen, bin safe, weil das Ziel halt einfach war, sich auf den Osten zu konzentrieren. Und hier seht ihr, ich habe hier eine Blockadeflotte stehen, die den Zugang zur Ostsee blockiert. Und ich habe hier eine Blockadeflotte stehen, die verhindert, dass die Russen aus ihrem letzten Ostseehafen rauskommen. Und das schützt quasi meine Ostsee komplett. Also meine Frachter hier sind safe. Da ich hier mit niemandem im Krieg bin, sind meine Frachter auch hier safe. Das wiederum führt dazu, dass Deutschland inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsmacht ist. Allerdings
ist Frankreich auf Platz 1 deutlich vorne. Die haben fast die dreifache Wirtschaftskraft. Aber Deutschland ist inzwischen durch erfolgreiche Seeschlachten und durch gute Designs Platz 1 bei der Flottenstärke. Und ich baue natürlich auch weiter und forsche weiter. Wir sind bei Forschung very advanced. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben die Max Shipyard Size, also wir könnten Schiffe von 160.000 Tonnen bauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo die Begrenzung liegt. Ich meine 120.000 Tonnen für Superschlachtschiffe, aber so oder so. Und hier guckt euch mal an, was hier jeden Monat reinkommt, obwohl ich natürlich alles auf Anschlag habe und ständig auch Werften ausbaue. Im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich eigentlich nicht hin wollte, was ich aber leider nicht vermeiden ließ, weil ich halt Schiffe reparieren muss, die in Schlachten waren, und weil ich neben den Reparaturen dann eigentlich auch permanent irgendwelche Bauaufträge habe. Und das bricht sich halt so ein bisschen das Genick. Und hier seht ihr noch 9 Monate, dann sind die dicken Schlachtschiffe fertig, und noch 31 Monate, beziehungsweise 38 Monate, dann sind die Schlachtkreuzer fertig. Und ich zeige euch dann einfach mal beim Ship-Design, was die so können. Gucken wir mal. Das wären unsere modernsten schweren Kreuzer. Da gucken wir mal, ob wir die direkt verbessern können. Dann seht ihr das auch mal. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt. Man öffnet quasi ein vorhandenes Design und geht dann auf View. Und wenn man dann auf den Schraubenschlüssel geht, dann könnt ihr das vorhandene Design modernisieren. Und da hättet ihr zum Beispiel die Möglichkeit, den Antrieb zu verändern. Da hätten wir sogar was. Da sind wir schon auf Max. Immer wichtig, wenn ihr neue Panzerung habt, das reinzusetzen, weil dadurch wird das Schiff leichter. Und dann könnt ihr was anderes wieder modernisieren. Gucken wir mal. Es gibt Sonar 2. Mal gucken, ob das noch platzmäßig reinpasst. Das passt rein. Sehr schön. Dadurch wird die Erkennung von Torpedos erleichtert. Und hier seht ihr die Bewaffnung. Und meine schweren Kreuzer fokussieren sich auf schwere Hauptbewaffnung, um auf große Distanz halt alle Schiffe, schwere Kreuzer und leichter, optimal vernichten zu können. Gleichzeitig habe ich aber auch Sekundärgeschütze, und die richten sich dann gegen leichte Kreuzer und gegen Zerstörer. Und die Torpedos habe ich an Bord, um halt Großkampfschiffe, also schwere Kreuzer, Schlachtkreuzer, Schlachtschiffe, zu bedrohen, wenn ich nah genug rankomme. Das Schiff ist recht gut gepanzert und es ist für einen schweren Kreuzer auch ziemlich schnell. Und Geschwindigkeit bietet einen ganz eigenen Schutz, denn wenn ihr nicht mehr an dem Punkt seid, wo der Gegner hingezielt hat, könnt ihr nicht getroffen werden. Und von daher ist Geschwindigkeit also schon charmant. Ja, und so seht ihr, auf die Art und Weise könntet ihr jetzt das Design verbessern. Wir hätten jetzt nur die Verbesserung beim Sonar und bei den Boilern. Also nicht wirklich groß. Wenn wir das jetzt speichern, wird ein neues Design abgespeichert. Und dann könnte man die vorhandenen Schiffe modernisieren. Das wäre so der Aspekt, den ihr dann halt auch beachten solltet. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück auf die Weltkarte und auf den Hauptgrund dieses Kapitels, nämlich die Unruhen und, das Naval Prestige. Die Unruhen sind von daher gefährlich, wenn der Wert auf 100 steigt, dann kommt es sozusagen zu einer Revolution, die Regierung wird abgelöst. Das ist nicht gut. Und, wenn die Unruhen über 25% liegen, dann übernimmt eine neue Regierung. Und wenn die Unruhen 100% erreichen, dann kommt es halt, wie gesagt, zur Revolution. Und dann kommt dadurch natürlich auch eine neue Regierung. Und wenn dann unser Naval Prestige zu gering ist, ist das Spiel zu Ende. Denn dann werden wir vertrieben. Das heißt, es ist für uns überlebenswichtig, Naval Prestige immer möglichst hoch zu haben. So seht ihr jetzt also die zwei Werte, wie die zusammenhängen, und ihr seht auch, wie wichtig Wirtschaft ist. Die Landkriegsführung läuft automatisch, können wir nicht beeinflussen. Wir sind Oberkommandierender der Marine. Wir kümmern uns also nur um Seekriegsführung. Weiter geht's im nächsten Kapitel. In diesem Kapitel
befassen wir uns mit eurem Aktionsplan. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn nachdem ihr euch überlegt habt, mit welcher Nation ihr spielen wollt und in welchem Jahr ihr starten wollt, müsst ihr euch überlegen, wie wollt ihr vorgehen. Ihr müsst langfristig planen. Denn das Spiel rangiert ja von 1890 bis 1950. Und wenn ihr 1900 startet, habt ihr immerhin 50 Jahre Spielzeit. Ihr seht, wie wichtig Wirtschaft ist. Geld ist extrem wichtig. Daher sollte der Aktionsplan meiner Meinung nach so lauten, dass ihr am Anfang mit möglichst allen Frieden haltet und euch danach auf einen Gegner konzentriert. Meine Vorgehensweise mit Österreich-Ungarn oder Deutschland ist es immer, im Westen komplett für Frieden und Allianzen zu sorgen und Richtung Osten zu gehen. Und das einfach aus den Gründen, weil ihr hier das Ganze abschirmen könnt. Ihr könnt das relativ lokal oder regional begrenzen. Ihr könnt euch lohnenswertes Territorium einverleiben. Territorium mit richtig ordentlich Öl. Und wenn ihr euch mit Russland beschäftigt habt und an einem Punkt seid, wo ihr zum Beispiel die ganze Linie habt, dann könnte man auch gucken, dass man mit Russland Frieden schließt und sich dann zum Beispiel um Österreich-Ungarn oder um Deutschland kümmert, je nachdem, wen man selber spielt. Also das wäre grob gesagt mein Aktionsplan. Und wenn ihr dann die entsprechende Basis habt und eure Flotte immer stärker wird und immer größer wird, dann könnt ihr auch durchaus Kriege gegen zwei oder drei Länder führen. Und zwar erfolgreich. Aber ihr müsst die entsprechende Wirtschafts- und Flottenkraft dafür haben. Sonst geht das nicht. Um einen erfolgreichen Aktionsplan aufbauen zu können, müsst ihr aber im Grunde genommen auch die, wie soll ich sagen, die Grundlagen kennen. Ich habe euch ja jetzt in den verschiedenen Kapiteln schon die wichtigsten Punkte zur Kampagne erklärt. Aber ein Kernbestandteil sind natürlich die Schiffe. Und ihr habt jetzt in dem Spiel auch die Möglichkeit, Gefechte auswürfeln zu lassen. Also ihr lasst im Endeffekt das Ergebnis generieren. Das Problem dabei ist nur, dass das Ergebnis fast immer schlechter ist, als wenn ihr selber kämpft. Vorausgesetzt, ihr könnt kämpfen. Wenn ihr kämpfen könnt, könnt ihr selber nahezu jedes Mal ein deutlich besseres Ergebnis rausholen, habt in der Regel immer geringere eigene Verluste und der Gegner hat meistens Totalverluste. Vorausgesetzt, ihr habt die richtigen Schiffe und ihr könnt mit den Schiffen umgehen. Und dazu muss man natürlich wissen, was machen diese Schiffe? Und ihr müsst auch bei den Schiffen eine Designphilosophie haben. Wir gehen nachher noch darauf ein. Wir machen noch ein Kapitel, wo ich wirklich auf die einzelnen Schiffstypen eingehe und euch auch die verschiedenen Varianten zeige und erkläre, wo ich euch meine Präferenzen erkläre, aber auch das schilder, was andere Leute vorschlagen, die auch Guides gemacht haben. Ich weiche da allerdings von ab, weil ich da einfach eine andere Ansicht habe. Aber wie gesagt, ihr braucht diesen Aktionsplan, ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt und ihr müsst euch im Endeffekt auch das Territorium an. Und ihr seht jetzt hier, ich bin hier in Russland, ich bin hier in der Türkei, weil das war italienisch und ich habe es mir geschnappt, da ich ja mit Italien im Krieg bin. Ich habe hier die russisch und skandinavischen Gebiete und ich bin jetzt mit Österreich-Ungarn dran. Und mein Ziel ist es, im Endeffekt Österreich-Ungarn zu schlucken und dann Zugang zur Ostsee, zur Nordsee, zur Adria, zum Schwarzen Meer zu haben und zum Mittelmeer. Und dann kann ich mir nämlich Italien komplett vornehmen. Wenn ich mit Italien durch bin oder vielleicht auch parallel, würde ich mir auch schon Spanien schnappen. Und dann wäre natürlich Frankreich dran als richtig dicker Gegner mit riesem Einkommen. Aber bei Frankreich wäre dann natürlich der Riesenvorteil für mich, dass ich sowohl verschiedene Landverbindungen habe, als auch überall Häfen und die französische Flotte dann auch entsprechend aufreiben kann. Und indem ich dann halt hier die Ägäis oder das Schwarze Meer blockiere, kann ich verhindern, dass die Franzosen da reinkommen. Ich könnte mit einem starken Flottenverband Gibraltar sperren, könnte verhindern, dass die Mittelmeerflotte in den Atlantik kommt oder die Atlantikflotte ins Mittelmeer. Also die Optionen sind dann auf jeden Fall gegeben. Wichtig ist nur, dass man dann mit England Frieden hat oder eine Allianz, damit die sich raushalten. Weil ansonsten England und Frankreich gleichzeitig als Gegner, das ist schon fordernd. Aber das wäre im Endeffekt der Aktionsplan. Spielt also nicht einfach drauf los, sondern macht euch Gedanken, was ihr erreichen wollt und richtet eure Strategie in die Richtung. Nun kommen wir mal zu den Schiffstypen, die wir im Spiel haben. Fangen wir an mit den Transportern. Die Transporter baut ihr über den Reiter oder über den Schieberegler Transport Capacity und im Laufe der Zeit durch Forschung werden diese auch bewaffnet. Das heißt, sie bekommen dann leichte Geschütze und können sich zumindest gegen Zerstörer einigermaßen wehren, auch wenn sie natürlich
trotzdem immer noch relativ leichte Beute sind, weil sie ungepanzert sind. Aber sie sind dann zumindest nicht mehr ganz wehrlos. Und Transporter sollte man immer auf Masse bauen, auf Maximum, deswegen hier auch den Schieberegler immer voll drauf. Die restlichen Schiffsdesigns, die haben wir dann hier. Die bekommt ihr bei Ship Design und bei New Design. Und da haben wir auch eine große Auswahl. Das zeige ich euch mal. Das Ganze fängt an bei Schlachtschiffen, beziehungsweise je nachdem, in welcher Epoche oder in welchem Jahr ihr gerade seid, wären es dann Dreadnoughts und keine Battleships. Und ab einem gewissen Jahr bekommt ihr Modern Battleships. Und hier seht ihr auch die Zahlen 1, 2, das ist halt im Endeffekt durch die Forschung. Das sind dann modernere Typen. Und ihr seht hier der Rumpf des modernen Schlachtschiffs. Und vergleicht das mal mit dem Rumpf des letzten Dreadnoughts. Und da seht ihr, der letzte Dreadnought-Rumpf sieht schon deutlich anders aus als der moderne Schlachtschiffrumpf. Der ist höher gezogen und der hat diese Kasematten. Kasematten sind im Endeffekt Abteilungen, wo ihr Kanonen platzieren könnt, die dann in der Kasematte drin sind und die dann auch einen entsprechend beschränkten Schussbereich haben. Wohingegen ein modernes Schlachtschiff, wenn wir den Rumpf nehmen, diese Kasematten nicht hat. Und hier müsstet ihr dann im Endeffekt als Zweitwaffen entsprechende Geschütztürme platzieren. Habt aber natürlich auch die Möglichkeit, da deutlich mehr zu platzieren, auch aufgrund der Größe. Und was hier noch ganz interessant ist, wenn ihr so ein Schiff baut, habt ihr halt hier die Schieberegler. Ihr könnt sagen, wie viel Tonnage soll das Schiff haben. Wir gucken mal, wie viel ist Maximum. Ja, wir können tatsächlich Rümpfe mit 82.500 Tonnen bauen, also schon fett. Und wir haben die Möglichkeit, das Schiff auch zu verbreitern. Das wäre der Schieberegler Beam. Und ein breiteres Schiff, das hat Auswirkungen auf das Rollverhalten, zum Beispiel auf die Stabilität als Geschützplattform. Aber es hat halt auch Auswirkungen darauf, wie viel Platz ihr habt. Und wenn ihr jetzt mal den modernen Turm platziert, oder den Hauptturm sozusagen, der bei den Deutschen dann auch direkt eine Barbette inkludiert, wo ihr ein Hauptgeschütz platzieren könnt, seht ihr, ach, wir nehmen jetzt einfach mal direkt große Wemser hier. So, wir haben das platziert und wir hätten jetzt hier mehr Platz für das Platzieren von Sekundärgeschützen. Und ihr seht, das passt so aber nicht. Das ist ganz einfach. Wenn ihr die Steuerung-Taste drückt, dann könnt ihr den Turm frei platzieren, wo ihr wollt. Und dann könnt ihr den so platzieren, dass es passt. Das ist ein ganz wichtiger Tipp sozusagen. Denn auf die Art und Weise könnt ihr das so aufbauen, wie ihr das braucht. Und hier ist auch direkt das nächste. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass Leute quasi vorschlagen, man sollte die Schiffe so bauen, dass sie, ja, wie sagt man das, dass sie quasi keine kleinen Geschütze an Bord haben, dass sie nur schwere Lafetten haben, nur Hauptgeschütze. Also im Endeffekt die Designphilosophie der ursprünglichen Dreadnought, als die eingeführt wurde. Weil vorher hatten Schlachtschiffe so einen kunterbunten Kalibermix. Und der Aspekt ist, dass ihr eine schnellere Zielerfassung habt, wenn ihr quasi alles nur mit, mit einem Kaliber habt. Dann könnt ihr die Panzerung aufrüsten, könnt die maximale Anzahl an Geschütztürmen mit diesen Hauptwaffen hier drauf ballern. Ihr könnt dann zum Beispiel hergehen und könnt sagen, ich nehme Sideguns, 40 cm und platziere dann auch hier an der Seite diese schweren Geschütztürme. Das könntet ihr dann tun. Ihr müsst dann natürlich die Platzierung entsprechend so anpassen, dass das von der Platzierung her geht. Aber man könnte das zum Beispiel so machen.
und hätte jetzt hier quasi 3 Stück. Und jetzt könnten hier quasi 10 Geschütze nach vorne schießen. Das ist natürlich monströs. Wahnsinnsfeuerkraft, wenn man auf den Gegner zufährt. Geht. Gar keine Frage. Das Problem an der Sache ist nur, meiner Meinung nach, sind Torpedos im Spiel echt gefährlich. Und sobald schnelle Schiffe, was ja dann in der Regel kleine Schiffe sind, also Zerstörer oder leichte Kreuzer, auf euch zugeschossen kommen und Torpedos feuern, habt ihr ein großes Problem, diese schnellen, flinken Schiffe mit den großen, schwerfälligen, langsam nachladenden Hauptgeschützen zu treffen. Wenn ihr trefft, ist es natürlich mega, dann ist es ein One-Shot. Wenn ihr nicht trefft, seid ihr aber königlich am Arsch. Und dafür ist es dann hilfreich, wenn ihr einen Mix aus Zweitwaffen habt. Also zum Beispiel solche Türme eignen sich da richtig gut. Und ich würde dann auch noch hergehen und würde auch noch kleinere Kaliber da reinsetzen. Wie zum Beispiel die hier. Um halt einfach sicherzustellen, dass man diese leichten Gegner auch wirklich abfängt. Denn die kleinen Kanonen haben einfach den riesen Vorteil, dass sie zum einen häufig präziser sind und sie haben eine viel höhere Schussfrequenz. Und damit könnt ihr dann halt auch Gegner, die näher rankommen, besser abfangen. Und auf die Art und Weise macht ihr euer Schiff einfach überlebensfähiger. Und von daher ist das ein wichtiger Aspekt. Bei meinen Kampagnen und bei meinen Gefechten hat das bisher immer wunderbar funktioniert. Und das wäre definitiv eine Empfehlung. Und was man auch dazu sagen muss, ist, je mehr Kanonen in so einem Geschützturm drinstecken, desto unpräziser wird die Salve. Also wenn ihr Zweiertürme habt, ist das definitiv präziser als zum Beispiel Dreiertürme. Ganz nebenbei spart ihr natürlich auch Gewicht. Also das ist natürlich auch noch ein Aspekt. Ihr könnt natürlich durch Forschung die Präzision wieder steigern und könnt das damit ausgleichen. Das ist dann so eine Sache, da müsst ihr selber gucken, wie sind im Einzelnen eure Werte und was macht bei euch mehr Sinn. Denn was bringt euch das mehr an Feuerkraft, wenn ihr im Endeffekt nicht trefft? Also da sollte man wirklich die Waage halten. Und jetzt wäre es halt sinnvoll, dieses Schiff noch schneller zu machen und entsprechend zu panzern. Und achtet mal aufs Gewicht. 60.000 Tonnen mit Kohleantrieb. Jetzt gehen wir auf Öl und sind direkt auf 55.000. Das heißt, wir haben ordentlich Gewicht eingespart, nur weil wir auf Öl gegangen sind. Und das eingesparte Gewicht können wir jetzt natürlich nehmen, um den Rest zu modernisieren und besser zu machen. Achtet mal auf die Panzerung. Wir sind bei Krupp 2. 59.000 Tonnen. Wir gehen auf Krupp 5, sind bei 54.000. Hier Barbetten sollten auf jeden Fall hochgesetzt werden und auch das Antitorp und die Hüllen etc. sollten gerade bei Schiffen, die überlebensfähig sein sollen, definitiv hochgesetzt werden. Das ist super wichtig. Jetzt haben wir hier alles auf Maximum. Ganz wichtig, wir brauchen die Zielerfassung. Wir wollen wissen, ob da irgendwie Torpedos in der Nähe sind. Wir wollen natürlich, dass sich die Türme schnell drehen. Wir wollen möglichst schnelle Nachladung. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auf Super Heavy Munition zu gehen. Die Treibmittel und den Sprengstoff wählen wir entsprechend aus. Wir wählen die panzerbrechende Munition aus. Und jetzt haben wir das alles fertig. Jetzt sind wir bei 87.000. Bruttoregistertonnen. Und was wir jetzt noch übrig haben, das verwenden wir jetzt noch auf Panzerung, um das Schiff überlebensfähiger zu machen. Wichtig ist der Main Belt, also die Hauptpanzerung, die muss hoch sein. Die Front- und Rückenpanzerung muss nicht ganz so dick sein, weil die durch die Schräge mehr Abpraller verursacht. Und die Deckspanzerung ist wichtig bei Langstreckengefechten, weil dann kommen die Geschosse nicht flach rein, sondern im hohen Bogen und schlagen auf euer Deck ein. Und wenn sie da durchbrechen, ist das natürlich ziemlich ungesund. Deswegen steigere ich die auch ganz gerne noch. Die ist mir da tatsächlich zu niedrig. Da müssen wir aber gucken, wie viel wir uns leisten können.
Ich versuche mal, ob ich auf 10 komme. Das ist schon mal gut. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir den Belt irgendwie auf 40 oder 50 Zentimeter kriegen würden. Das werden wir aber bei der aktuellen Tonnagesituation nicht hinbekommen. Nichtsdestotrotz ist das aber schon ein mörderisches Schlachtschiff. Also wir könnten noch ein bisschen hergehen und könnten sagen, dass wir zum Beispiel hier den Turm auch noch gegen einen Zweierturm austauschen. Das spart noch mal einiges an Tonnage. So, erhöht die Präzision. Und führt auch dazu, dass wir noch ausgeglichener sind insgesamt. Und so können wir jetzt auf den Gegner zulaufen, also spitz, bieten damit ein schmales Ziel und die Trefferwahrscheinlichkeit des Gegners sinkt. Und trotzdem bringen wir dann 6, 9 Rohre ins Ziel. Das ist natürlich schon monströs. Also das ist schon eine krasse Firepower. Geschwindigkeitstechnisch sind wir ein bisschen mau unterwegs, muss ich sagen. Dafür haben wir aber ordentlich Feuerkraft und ganz gute Panzerung. Ich glaube, ich würde den Kahn tatsächlich mal so ausprobieren. Allerdings würde ich ihn umbenennen. So, Schiff ist benannt. Wir haben alles soweit nach bestem Wissen und Gewissen getan. Was sich auf lange Sicht noch lohnen würde, wenn wir mehr Tonnage frei bekommen durch modernere Panzerung. Aber wir haben sogar noch ein bisschen Tonnage frei. Ach ja, klar, durch den Wechsel des Turms. Was sich lohnen würde, wäre die Länge der Geschütze zu erhöhen. Das macht ihr hier. Also ich werde jetzt da nicht allzu weit kommen. Aber achtet mal auf die Geschützläufe, wenn ich auf Maximum gehe. Die sind deutlich länger geworden. Und durch die Verlängerung der Geschützläufe erhöht ihr die Präzision. Was generell immer eine gute Idee ist. Aber gerade wenn ihr Langstreckengefechte anstrebt, ist es eine wunderbare Idee. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht noch ein bisschen Geschwindigkeit rauskitzeln können, ohne... Ja, da merken wir es. Immerhin, wir konnten auf 25,5. Das ist ganz cool. Ich bin zufrieden. Und wir haben hier schon einen ziemlich heftigen Pott zusammengeschreinert, der ziemlich übel austeilen dürfte. Im Breitseitengefecht kommen wir auf 6, sogar auf 10 Rohre und im Frontalgefecht auf 9 Rohre. Das heißt, wir können richtig übel austeilen. Und wenn kleinere Gegner näher rankommen, haben wir immerhin pro Breitseite 6 20 mm Kanonen und 6 10,2 mm Kanonen. Das heißt, wir werden also auch leichte Kreuzer oder Zerstörer, die näher rankommen, relativ schnell abfrühstücken können. Und das ist schon in meinen Augen ein relativ erfolgversprechendes Design. Wir speichern das jetzt mal ab. Und auf die Art und Weise habt ihr mal gesehen, so werden Schiffe gebaut. Und wir haben jetzt natürlich schon relativ viel an Technik drin. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Noch cooler wird das, wenn wir Radar haben, weil dann die Trefferquote auch nochmal deutlich steigt. Aber ich bin schon mal soweit ganz zufrieden. Und um euch jetzt aber nochmal einen Abriss der Schiffe zu geben, wir haben im Spiel Torpedoboote und Zerstörer. Das sind quasi die kleinsten Einheiten, wobei das hier sind schon relativ moderne Zerstörer. Ich müsste auch einen richtig modernen Zerstörertyp haben. Da seht ihr auch den Unterschied. Achtet mal hier drauf, das ist auch ein älterer Rumpf. Und im Vergleich zum modernen Zerstörer, da sieht der Rumpf auch schon anders aus, die Geschütze sehen anders aus. Und das Ding hat halt schon brutale Kampfkraft. Im Vergleich dazu, die Hauptklasse japanischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
hatte 2 Vierer-Torpedowerfer. Ich habe 4. Und der Hintergrund ist einfach der, ich kann Gegner von einer Seite anfahren, kann den 8 Torpedos reindrücken, kann drehen, kann mit der anderen Seite nochmal einen angreifen, kann nochmal 8 Torpedos reindrücken, während die ersten ja noch nachladen. Das heißt, oder ihr fahrt mittendurch und schießt in alle Richtungen Torpedos. Damit könnt ihr richtig austeilen. Ich habe hier 6 Geschütze. 3 mal 2, 12,7. Die Brandmunition verschießen. Und wir sind schnell. Also das ist schon ein ziemlich giftiger kleiner Zerstörer. Wenn ihr hier die 2 Torpedowerfer wegnehmt und lasst das bei 2, dann könnt ihr die Geschwindigkeit sogar noch deutlich erhöhen und macht den auf gewisse Weise sogar noch gefährlicher. Das ist also auch noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, Zerstörer lohnen sich meiner Meinung nach erst, wenn ihr gefährliche Torpedos habt, Reichweite, Durchschlagskraft und wenn ihr hohe Geschwindigkeiten erzielt. Gehen wir mal weiter zur nächsten Klasse, leichte Kreuzer. Hier seht ihr einen modernen leichten Kreuzer und da seht ihr auch wieder meine Designphilosophie. Ich habe die Maximalgröße an Geschützen drin, 4x2 17,8 cm Kanonen. Ich habe 12x 7,6 cm Kanonen drin, die sind aber aufgebohrt. Also sprich, ich habe das Kaliber vergrößert auf 9,9 cm. Damit habe ich eigentlich de facto 10 cm Kanonen an Bord, die ja so als Sekundärbewaffnung gar nicht hätte bekommen können. Steigert die Feuerkraft enorm. Der feuert auch primär Brandmunition und damit könnt ihr gegnerische Schiffe sowas von Razzifazzi im Brand schießen. Nebenher habe ich hier auch 4 Torpedowerfer, 2 pro Seite, kann richtig Damage austeilen. Ich kann mit dem leichten Kreuzer Minen legen und ich kann U-Boote bekämpfen, weil ich auch moderne Wasserbomben habe und Sonar. Ganz nebenbei ist der Bursche richtig schnell mit 32,6 Knoten für so ein Schiff. Und das ist ein richtig gefährlicher, leichter Kreuzer. Also der kann richtig was reißen. Kommen wir mal zum nächsten Schiffstyp, den schweren Kreuzern. Schwere Kreuzer sind sozusagen das Bindeglied zwischen den leichten Kreuzern und den Schlachtkreuzern und Schlachtschiffen. Wobei schwere Kreuzer von der Handhabung schon eher in Richtung Mini-Schlachtschiff gehen. Die leben schon stark von Panzerung und von schwererer Bewaffnung. Hier haben wir 27,9 cm Türme drauf, 3x2. Also die haben schon richtig ordentlich Punch und die können damit auch Schlachtkreuzer und Schlachtschiffe bedrohen. Gleichzeitig habe ich Sekundärbewaffnung an Bord. 4x2 12,7er und 4x2 10 cm. Und die Sekundärbewaffnung richtet sich primär gegen leichte Kreuzer und gegen Zerstörer. Außerdem auch wieder Torpedo, allerdings nur 2, also einer pro Seite. Und eine hohe Geschwindigkeit für einen schweren Kreuzer. Das heißt, gefährliches Schiffchen, also wirklich gefährliches Schiffchen. Im Vergleich dazu kann ich euch ja mal einen schweren Kreuzer zeigen von ganz vom Anfang, also so von 1910 in der 1919 aufgerüsteten Version. Hier seht ihr schon vom Design her, vom Rumpf, das erinnert so an diese Dreadnoughts mit den Kasemattengeschützen. Das hat auch ganz andere Aufbauten, andere Schornsteine, andere Lafetten. Und es ist langsamer. Aber ich habe selbst bei dem Schiff Wert auf Geschwindigkeit gelegt. Das war zu seiner Zeit ein sehr erfolgreiches Design, ist immer noch durchaus kampftauglich, aber von der Kampfkraft her natürlich kein Vergleich zur Prinz Eugen. Also gar kein Vergleich. Und von daher, schwere Kreuzer sind so mehr oder weniger auch das Rückgrat eurer Flotte. Davon solltet ihr relativ viel haben. Leichte Kreuzer und Zerstörer sind hervorragende Abschirmeinheiten. Die können euch einnebeln und sind für Torpedoangriffe ideal. Schlachtkreuzer sind super, um alles, was leichter ist, zu vernichten. Schlachtkreuzer leben von ihrer Geschwindigkeit in Kombination der Bewaffnung, also Reichweite.
Deswegen haben die auch schwere 38 cm Kanonen. Allerdings ist das noch ein alter Entwurf. Das ist quasi auch noch so Zeitalter Dreadnought, der Rumpf. Ich brauche da definitiv dann auch einen moderneren Rumpf, um halt einen modernen Schlachtkreuzer zu bauen. Die Schlachtkreuzer haben quasi die Feuerkraft eines Schlachtschiffs, sind aber deutlich dünner gepanzert. Und deswegen eignen sie sich nur bedingt gegen Schlachtschiffe. Und wenn, dann sollte man den Reichweitenvorteil haben. Also dass zum Beispiel die Schlachtschiffe nur 35 cm Kanonen haben und ihr habt 38 oder 40 cm und haltet euch auf Entfernung. Dann werden das zwar lange Duelle, weil viel daneben geht, aber da habt ihr die besten Chancen. Und gegen leichtere Einheiten, also schwere Kreuzer, leichte Kreuzer, Zerstörer, sind Schlachtkreuzer absolut tödlich. Naja, und Beherrscher der Meere sind natürlich die schwer gepanzerten Schlachtschiffe. Und da zeige ich euch mal so die Entwicklung. Hier ist die Derflinger, das ist noch ein ganz altes Schlachtschiff. Auch noch so diese Kasemattenbauweise und die entsprechende Rumpfform. Auch die Schornsteine und die Aufbauten. Dann haben wir die Markgraf. Das ist dann schon ein modernes Schlachtschiff. Das erinnert so vom Design her so ein bisschen an die Bismarck. Hier bin ich auch hergegangen und habe im Endeffekt einfach nur schwere Lafetten draufgezimmert und schwere Sekundärlafetten. Das ist wirklich ein Schiff, was auf Eskorten angewiesen ist, um halt auch Schutz gegen Raider zu haben. Aber das ist halt auch ein schwerer Distanzkämpfer und ist auch stark gepanzert. Und dann habt ihr ja gerade gesehen, der neueste Designentwurf, die Großer Kurfürst, die einen Mix angeschossen hat, nicht ganz so stark gepanzert ist, aber dafür schwerer bewaffnet ist. Und sobald sich die Technologie hier verbessert und wir Gewicht einsparen können, werden wir auch hergehen und werden die Geschwindigkeit hier noch weiter erhöhen und die Panzerung. Aber das wären dann jetzt so im Moment die Schiffstypen, die ich hier zur Verfügung habe. Und aus diesen Schiffstypen baut ihr dann im Endeffekt eure Flotte auf. Es gibt auch noch U-Boote. Kann man durchaus bauen. Ich habe in diversen Kampagnen auch sehr viel mit U-Booten gespielt. Aber in meinen Augen bringen die es einfach nicht. Der Effekt ist einfach zu gering. Ihr macht in Relation gesehen viel zu wenig Schaden damit. Und ihr könnt Handelsstörungen viel besser erreichen, indem ihr kleine Flottillen aus Schlachtkreuzern, leichten Kreuzern und Zerstörern losjagt und die Jagd auf Konvois machen lasst. Damit habt ihr wesentlich bessere Ergebnisse. Und U-Boote machen auch zu viel Mikromanagement. Ich werde es nochmal probieren, wenn ich in den 1940ern bin und werde schauen, ob dann durch bessere Technologie U-Boote gefährlicher werden. Aber bis 1930 kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass sich U-Boote nicht lohnen. Die sind eine Verschwendung an Geld und Bauzeit, denn die gehen ja auch auf eure Werftkapazität. Außerdem lassen sich U-Boote nicht modernisieren. Und das heißt, wenn U-Boote einmal gebaut sind und ihr erforscht etwas, was U-Boote eigentlich verbessern würde, hat das keinen Einfluss auf diese U-Boote. Dann könnt ihr quasi nur noch die alten U-Boote verschrotten und neu bauen. Das ist auch so ein Aspekt, der mir nicht wirklich gefällt. Und deswegen meine klare Empfehlung, vergesst U-Boote, konzentriert euch auf Flotte, konzentriert euch auf vernünftige, funktionierende Flottenverbände. Das hier ist zum Beispiel ein Verband, den würde ich jetzt nach und nach, wenn meine Neubauten kommen, noch um weitere schwere Kreuzer und um Schlachtschiffe oder Schlachtkreuzer auffüllen. Also ich fahre meistens gut damit, 2-3 Schlachtschiffe oder 3-4 Schlachtkreuzer, unterstützt von 4-6 schweren Kreuzern, eventuell 2-3 leichte Kreuzer und eine Handvoll Zerstörer. Und damit habe ich super Ergebnisse eingefahren und habe teilweise auch deutlich überlegene Feindflotten vernichtet. Kommt dann natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie ihr eure Flottenverbände handhabt, wie ihr eure Ziele koordiniert etc. Aber wenn ihr das vernünftig macht, dann geht damit eine ganze Menge. Und ihr seht, hier habe ich halt das Ganze sehr zerstörerlastig auch, weil ich meinen Flottenverbänden halt immer mindestens 6-8 Zerstörer mitgebe und teilweise inzwischen auch in eroberten Häfen Zerstörer positioniere, um sozusagen auch zur U-Boot-Abwehr beizutragen.
Das wäre eine Übersicht über die Flotte und wie ihr bauen könnt und solltet. Kommen wir nun zu diversen wichtigen Punkten, die ihr wissen müsst, wenn es um das Thema Kriegsführung geht. Fangen wir mal mit den Allianzen an. Also Allianzen sind sowohl gut als auch schlecht. Zum einen unterstützen euch Alliierte im Krieg, zum anderen ziehen euch aber Alliierte auch in Kriege hinein. Was unschön sein kann, wenn ihr nicht die Kapazitäten dafür habt. Wenn ihr eine Allianz habt mit zum Beispiel England und ihr seid im Krieg mit Österreich und England ist auch im Krieg mit Österreich, dann unterstützen die euch auch bei Landschlachten. Das ist super und das ist auch echt hilfreich. Es gibt große Mächte und kleine Länder. Also hier zum Beispiel Dänemark ist ein kleines Land, Schweden ist ein kleines Land. Mit diesen kleinen Mächten könnt ihr auch Allianzen eingehen. Die passieren automatisch, da habt ihr keinen Einfluss drauf. Diese Allianzen bringen euch aber wirtschaftliche Steigerungen. Die sind super. Außerdem kaufen alliierte Schiffe von euch, was auch super ist. Ihr könnt, wenn ihr eure Flotte habt und ihr habt veraltete Designs, wie zum Beispiel meine alten Schlachtschiffe, die ich aktuell noch nutzen muss, weil ich einfach nichts anderes habe. Aber wenn die halt repariert sind und wenn meine neuen Schiffe im Dienst sind, werde ich die alten Schlachtschiffe außer Dienst stellen. Und dann könnt ihr hier bei Set Crew auf 0 gehen. Und dann wird das Schiff eingemottet, also im Englischen mothballed. Und diese Schiffe, wenn sie nicht zu veraltet sind, bekommt ihr Kaufangebote von anderen Ländern. Das macht dann auch Sinn, anstatt die zu verschrotten, die zu verkaufen, da kommt noch Kohle rein. Ansonsten bekommt ihr auch Bauanfragen von alliierten Ländern, die bei euch Schiffe kaufen wollen. Und da müsst ihr darauf achten, wie hoch die Gewinnspanne ist. Das wird nämlich angezeigt. Wenn die Gewinnspanne bei 100% oder mehr ist, dann nehme ich das, wenn ich die Werftkapazitäten habe, an, weil das eine gute Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Also zumindest am Anfang, während man seine Wirtschaft aufbaut. Später, wenn ihr an so einem Punkt seid wie ich jetzt, dass eure Wirtschaft schon so stark ist, dass ihr einfach keine Finanzspritzen mehr braucht durch den Schiffsverkauf, dann würde ich das komplett lassen und würde die Werftkapazität behalten für die eigenen Neubauten und für die Reparaturen und Modernisierung. Und wie ihr hier seht, ihr müsst auch immer mal wieder reingucken, denn bei Gefechten verlieren Schiffe auch Besatzung und die müsst ihr dann manuell auch wieder auffrischen. Weil ansonsten leidet im Gefecht einfach die Kampfkraft eures Schiffes. Sei es jetzt, dass Reparaturen langsamer von der Hand gehen oder die Feuerfrequenz schlechter wird, etc. Von daher immer wieder reinschauen, wenn ihr Gefechte hattet, dass ihr das auf Vordermann bringt. Und ja, wichtiger Aspekt halt. Das machen wir mal eben. Ansonsten wäre noch zu sagen, dass wir bei dem Schiffsverkauf, also wenn wir Bauaufträge für andere Länder übernehmen, dann kriegen wir im Prinzip 25% des Kaufpreises sofort und den Rest bekommen wir dann bei Vollendung des Bauauftrags. Und was auch schön ist, sobald der Bau abgeschlossen ist, seid ihr es los. Also ihr habt nicht mehr diese Kommissionsphase, wo das Schiff in Dienst gestellt wird. Da seid ihr dann komplett unbelastet, das übernimmt dann schon der Auftraggeber. Aber wie gesagt, das würde ich nur ganz am Anfang machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Später bricht euch das Genick, denn wenn ihr so wie ich jetzt große Bauaufträge habt und gleichzeitig habt ihr aber Reparaturaufträge, dann ist das, ja, nennen wir es mal ungünstig. Okay. Ja, wir sehen es, 9 Monate noch. Dann sind die 4 Markgrafen fertig. Und leider 31 und 38 Monate, bis die Schlachtkreuzer fertig sind. Das wird sich allerdings beides reduzieren, sobald einige meiner Schiffe repariert sind und damit Werftkapazität wieder frei geworden ist. 1 ist in einem Monat fertig, da sind auch 2 in einem Monat, 2 Monate, 2 Monate, 7 Monate,
1, 3, ja, perfekt. Also das wird jetzt relativ schnell gehen. Das ist eine Sache, die ist dann durchaus wichtig. Wir gucken jetzt hier mal wieder, dass wir unsere Freunde in Great Britain bei Laune halten. Hatten wir schon, okay. Bei Research gucken wir, ja, Rangefinder sind super, super wichtig. Die erhöhen eure Zielgenauigkeit und irgendwann wird Radar entwickelt. Mega wichtig. Wir gucken mal bei Finances. Ja, da sind wir, wie ihr seht, deutlich drüber. Wir bauen aber weiter die Werften aus. Und wir gehen hier mal auf den nächsten Zug, während ich euch den nächsten Punkt erkläre. Kommen wir nochmal aufs Öl zurück. Ihr habt ja gesehen, Öl wird angezeigt, wenn in einer Provinz Öl vorhanden ist. Und Öl ist am Anfang unwichtig, wo Kohle noch der Hauptbrennstoff ist. Sobald ihr auf Antriebe kommt, die Semi-Oil haben, wird Öl allerdings wichtig. Und wenn ihr komplett auf Öl geht bei den Antrieben, ist es essentiell. Und daher solltet ihr zusehen, dass ihr euch weitere Provinzen angelt, die Öl haben, weil ihr das braucht. Denn ansonsten steigern sich einfach die Kosten. Und das ist natürlich schlecht. Und um das halt niedrig zu halten, solltet ihr dann definitiv euch Öl aneignen. Ein weiterer Punkt des Spiels, der wichtig ist, sind Blockaden. Die Wirtschaft der verschiedenen Länder hängt sehr stark von den Handelsflotten ab. Und ihr könnt die Wirtschaft blockieren, indem ihr mit beispielsweise U-Booten oder noch besser mit kleinen Flottenverbänden gegnerische Häfen blockiert. Und je stärker diese Blockade ausfällt, umso stärker knickt die gegnerische Wirtschaft ein. Das Risiko droht euch auch. Deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass es dazu nicht kommt. Und hier seht ihr, ein U-Boot greift 6 unserer Transporter an. Wir gehen auf Fight und wir gehen auf Auto-Resolve, weil wir die Schlacht nicht manuell führen können. Und im Ergebnis haben wir 2 Transporter verloren. Das ist schon relativ gut, weil oft kommt es vor, dass so ein U-Boot nur einen einzigen Frachter versenkt. Teilweise passiert euch das selbst, wenn ihr mit 3 U-Booten angreift. Hier haben wir ein italienisches U-Boot gegen 10 unserer Frachter. Hier haben wir sogar 3 verloren. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, und hier wäre dann das Gegenstück, ein Flottenverband von uns, fängt quasi österreichische Frachter ab. Und da haben wir den Effekt. Außerdem haben wir noch den Hafen beschädigt. Also wir üben hier richtig Druck aus und machen die auch mürbe, um erobert zu werden. Also Blockaden, definitiv wichtiger Hinweis. Versucht sie beim Gegner durchzuführen und versucht zu verhindern, dass es euch passiert. So. Hervorragend. Beziehung zu den Franex ist verbessert. Gefällt mir. Und dann gucken wir mal, was die Ritter der Kokosnuss sagen. Ob wir da nicht auch ein bisschen gut Wetter machen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind eure Flotten und die verschiedenen Möglichkeiten, die Flotten im Hafen einzusetzen. Wir haben jetzt hier in Wilhelmshaven 4 schwere Kreuzer liegen und eine Handvoll Zerstörer. Ich glaube 6 Stück, ja 6 Stück. Also 10 Schiffe sind hier im Hafen. So weit, so gut. Wenn wir jetzt auf Fleet gehen und wir sortieren einfach mal nach Schiffstyp, haben wir jetzt hier die schweren Kreuzer und wir sehen, ich gucke mal, wo ist Wilhelmshaven? Da sind unsere schweren Kreuzer im Wilhelmshaven. Und jetzt könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen. Ihr könnt die auf In Being lassen. Dann liegen sie sozusagen in Bereitschaft im Hafen und verursachen die geringsten Kostenfaktor. Also sie haben dann die geringste Instandhaltung etc. Allerdings haben sie auch den geringsten Effekt. Ihr könnt sie auf Sea Control setzen. In dem Fall wird die Reichweite des Schutzes der Schiffe erhöht, obwohl sie im Hafen bleiben, aber sie bleiben in Bereitschaft und werden dann auch eingesetzt, wenn es zu Kämpfen kommt. Also zwischendurch werden Missionen angeboten und ihr könnt sie auf Verteidigen setzen. Ich glaube, das braucht man nicht weiter zu erklären. Sea Control kostet am meisten, aber wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr eine starke Wirtschaft habt und wo ihr euch das leisten könnt,
solltet ihr auf jeden Fall alles auf C-Control setzen, um dann dementsprechend einfach den größten Effekt daraus zu ziehen. Das machen wir jetzt mal als Beispiel. So, jetzt haben wir die alle auf C-Control und jetzt werden die, wenn irgendein Feind da in der Nähe auftaucht, quasi von alleine auslaufen und euch die Option bieten, den Gegner anzugreifen und zu bekämpfen. Das ist also auch eine wichtige Sache und am Anfang, wenn ihr knapp bei Kasse seid und wenn Geld ein Problem ist, dann solltet ihr die Schiffe im Hafen auf In-Being lassen. Habt ihr aber die Möglichkeit nachher, aufgrund der Finanzmittel, das auf C-Control zu packen, packt es auf C-Control. Bei Schiffen, die auf dem Meer sind, habt ihr ebenfalls verschiedene Rollenmöglichkeiten. Hier wäre C-Control, damit habt ihr den größtmöglichen Radius und an Überwachung und Kontrolle. Dann hätten wir Invade, das nimmt man, wenn man im feindlichen Gebiet ist. Das erhöht die Chance, feindliche Transporter abzufangen und zu vernichten. Und wenn ihr im eigenen Gebiet seid und wollt eure eigenen Transporter schützen, dann geht ihr auf Protect. Das wären die verschiedenen Rollen, die ihr bei einer Flotte einnehmen könnt und die auch wirklich wichtig sind. Zwischendurch bekommt ihr immer Missionslisten. Wenn ihr da drauf klickt, werdet ihr an die Stelle geleitet, wo die Mission zur Verfügung steht. Und wenn ihr dann drauf geht, bekommt ihr angezeigt, was ihr für Einheiten hättet und was der Gegner hat. Und wie soll ich sagen? 5 schwere Kreuzer und ein leichter Kreuzer gegen ein Schlachtschiff, ein Schlachtkreuzer, 3 leichte Kreuzer und einen Zerstörer ist eine riskante Kiste. Also ohne das Schlachtschiff würde ich sagen, der Kampf wäre relativ fair und relativ ausgewogen. Der Schlachtkreuzer hätte zwar größere Kanonen höchstwahrscheinlich, aber wäre machbar. Aber das Schlachtschiff hat starke Panzerung und starke Bewaffnung. Und selbst wenn wir alles andere klein kriegen, würde uns das wahrscheinlich das Genick brechen. Deswegen würde ich den Konvoi so nicht angreifen. Das Risiko wäre einfach zu groß. Bei den Missionen habt ihr dann die verschiedensten. Da hättet ihr dann auch Naval Invasions, da hättet ihr Strikes, da hättet ihr Schlachten etc. Da also immer mal wieder drauf gucken und schauen, was sich für euch lohnt und was sich nicht lohnt. Und das entsprechend auch dann umsetzen und einsetzen, weil euch das nach vorne bringt. Zum Thema Forschung hatte ich ja bereits gesagt, seht zu, dass immer mindestens eine Priorität unbenutzt bleibt, damit der Rest weiter erforscht wird und teilt die Forschung so ein, dass sie beschleunigt auf eine sinnvolle Art. Also wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel kurz davor steht, einen neuen Zerstörertyp entwickeln zu können, dann macht es auf jeden Fall Sinn, vorher noch die Small Guns schnell zu erforschen und falls es irgendwie einen Durchbruch bei den Torpedos gibt, den mitzunehmen, weil es natürlich super ist, wenn ihr dann Torpedos verbauen könnt, die dann 12.000 Meter Reichweite haben und ja, viel mehr Genauigkeit und eine geringere Fehlerchance. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Big Guns hättet, obwohl der Zerstörer dann vor der Tür steht, hättet in der Alternative aber zum Beispiel hier oben was, was ihr erforschen könntet, was fertig wird rechtzeitig, dann nehmt lieber das. Also forscht immer so, dass es zu dem passt, was ihr gerade bauen wollt. Und wenn ihr aktuell nichts bauen wollt, dann forscht einfach so, dass ihr möglichst effektiv seid. Und Ziel ist es hier, so schnell wie möglich auf Advanced oder Very Advanced zu kommen und eure Flotte auch immer wieder zu modernisieren, damit eure Flotte auch von der Technologie profitiert und damit ihr dann quasi mit möglichst modernen, kampfkräftigen Schiffen gegen eure Gegner antreten könnt, um somit einfach effektiver zu sein. Ja, dann wäre noch zu sagen, Auto-Resolve sollte man lassen. Also in bestimmten Fällen geht es nicht anders, weil ihr manche Sachen nicht selber spielen könnt. Da kommt ihr an Auto-Resolve nicht vorbei. Aber wann immer ihr spielen könnt, solltet ihr selber spielen. Denn Auto-Resolve geht stark auf Tonnage und nicht auf Qualität der Schiffe. Und mal als Beispiel, wenn ihr einen Flottenverband habt aus 4 bis 6 modernen, schweren Kreuzern
und dann vielleicht noch ein, zwei Leichte dabei. Und der Gegner kommt mit 20 Schiffen an, die überwiegend aus leichten Kreuzern und Zerstörern bestehen. Dann könnt ihr die mit einer vernünftigen Feuerleitung aus einer Distanz wegputzen, bevor die auf Torpedoreichweite ran sind. Das heißt, ihr vernichtet die und habt selber so gut wie keinen Schaden dabei oder nur minimalen Schaden, wenn ihr selber spielt. Lasst ihr das aber auswürfeln per Autoresolve, dann habt ihr auf jeden Fall schwere Schäden und wahrscheinlich habt ihr auch versenkte Schiffe dabei. Und wenn es ganz schlecht läuft, verliert ihr den Kampf sogar. Und das ist eine Sache, macht kein Autoresolve. Der nächste Aspekt ist, wenn ihr Schiffe designt. Ich habe ja jetzt zum Beispiel die große Kurfürst designt. Sobald ich wieder Bauplätze frei habe, werde ich einen Bauauftrag geben und werde das Schiff bauen. Die Bauzeit wird, denke ich mal, 2-3 Jahre betragen. In der Zeit forsche ich ja weiter. Es ist aber fatal, wenn ihr jetzt sagt, ich baue erst neue Schiffe, wenn ich die Technologie erforscht habe. Denn dann verzögert sich das Ganze noch viel mehr. Besser ist es, das Schiff so gut wie möglich zu designen mit der Technologie, die ihr habt, das Schiff zu bauen und dann, wenn das Schiff gebaut ist und ihr habt dann modernere Technologie, dann auf das Schiff drauf zu gehen, auf View, es zu modifizieren mit moderner Technologie, das Ganze abzuspeichern und dann das Schiff zu modernisieren. Denn dann seid ihr insgesamt schneller und habt dann ein zeitgemäßes, modernes Schiff. Das wäre definitiv eine ganz, ganz wichtige Empfehlung. Und zu den Schiffen sei noch was gesagt. Wenn man nämlich so ein Schiff baut, sollte man sich von Anfang an überlegen, wie spiele ich das Schiff denn? Also wie sieht meine Strategie aus? Und daraufhin optimiert sollte man das Schiff bauen. Und dazu gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei den Geschützen. Größer ist nicht immer besser. Wir haben jetzt hier 40 cm Mark I. Mark I ist die erste Technologiestufe der 40 cm Geschütze. Es gibt vier, also Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV. Je höher die Technologiestufe ist, also dieses Mark I, Mark II, umso geringer wird das Gewicht und umso besser werden Nachladegeschwindigkeiten, Reichweite, Präzision. Als Beispiel, wir haben hier 40 cm Mark I und haben auf 1000 Meter Entfernung eine Präzision von 53-61%. Gehen wir auf die 38 cm, nur unwesentlich kleiner, haben wir weniger Gewicht und wir haben aber eine Präzision von 71-84%. Mein Gedanke war ja bei der Markgraf, ich habe sie mit 40 cm Kanonen designt, weil bis die gebaut ist, habe ich Mark II oder Mark III 40 cm und kann dann direkt modernisieren. Aber ihr seht hier den Unterschied. Und noch drastischer wird das, wenn man auf Mark III geht. Hier 35 cm Kanonen, die sind natürlich im Verhältnis zu einer 40 cm Kanone deutlich kleiner. Aber wir haben 96% Trefferwahrscheinlichkeit auf 1000 Meter. Je größer die Reichweite wird, desto geringer wird das natürlich. Aber insgesamt sind auch da die Werte einfach besser. Und wenn wir uns Gesamtreichweite angucken, die 40 cm kommt nur 17.500 Meter weit. Die 38 cm schafft aber 20.000 Meter. Und die 35er, die auf Mark III sind, schaffen sogar 22,5. Und selbst hier die 33er schaffen 20. Also guckt euch an, was für Technologiestufen ihr habt. Es wäre zum Beispiel in meinem Fall, wenn man das Schiff jetzt sofort bauen könnte und einsetzen könnte, sinnvoller auf 38er zu gehen, anstatt auf 40er, weil ihr einfach bessere Werte habt. Und bei Schlachtkreuzern, wo es euch auf Geschwindigkeit ankommt, wäre es zum Beispiel dann eventuell auch sinnvoller, die 35 cm Kanonen zu nehmen, um die Reichweite ausnutzen zu können und um somit außerhalb der Reichweite eurer Gegner zu bleiben und den Gegner dann zu bepflastern, zum Beispiel dann mit HE-Munition, um den Gegner in Brand zu schießen. Das muss euch beim Design aber klar sein, die Überlegung müsst ihr euch machen. Und dort, wo ihr sogar Mark IV geschützt habt, ich muss mal gucken, ob ich das schon irgendwo habe, ja hier zum Beispiel,
Das wäre jetzt, also ich fände, die Geschütze wären für ein Schlachtschiff definitiv zu klein. Das sind Geschütze für einen schweren Kreuzer. Aber bei einem schweren Kreuzer wäre dann schon echt die Überlegung, anstatt der 27-9er zum Beispiel 25-4er zu nehmen. Und so müsst ihr euch halt überlegen, wie ihr dann im Endeffekt eure Schiffe designt. Also das ist dann eine ganz, ganz wichtige Sache. Und Torpedos solltet ihr nur dann verbauen, wenn ihr A, den Platz habt bei Großkampfschiffen und B, wenn ihr auch eine Spielweise habt, wo ihr wisst, es macht Sinn. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch für den Einsatz bestimmter Schiffstypen. Also es macht keinen Sinn, wenn ihr Zerstörer baut, wenn ihr die nicht einsetzt. Also im Sinne von auch wirklich auf den Feind zustürmen und Torpedoangriffe zu machen. Ihr kommt natürlich nicht ganz ohne Zerstörer aus, weil ihr Schutz braucht gegen U-Boote. Aber beim Kampf Schiff gegen Schiff ist halt so die Überlegung. Also das wäre auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Und ihr müsst auch ein bisschen rumexperimentieren bei den Munitionsarten. Und ich muss dazu erstmal eine Kanone platzieren. Moment mal, ich platziere mal eben. So, wir haben jetzt eine Kanone platziert. Also ihr müsst ein bisschen rumexperimentieren bei den Munitionsarten. Damit meine ich die Größe. Weil wenn ihr da drauf geht, bekommt ihr ein Mouse-Over. Ihr bekommt eine Einblendung. Ihr habt dann Verbesserungen bei Präzision, bei Reichweite, bei Nachladezeit etc. Aber dann zum Beispiel auch Verschlechterungen beim Schaden, beim HE-Schaden, bei der Chance, Brand auszulösen und bei der Penetration. Bei Standard ist halt alles normal und bei Heavy geht es dann in die andere Richtung. Auch viele Verschlechterungen, aber auch Verbesserungen. Bei Super Heavy das Gleiche. Und ich setze gern Super Heavy ein, weil zum einen erhöht es halt die Penetration enorm und zum anderen erhöht es die Chance, Feuer auszulösen. Und wenn ihr das dann kombiniert, 22,5%ige Chance, Feuer auszulösen, mit dem Munitionstyp 150% Chance, Feuer auszulösen. Und dann haben wir hier... Nee, hier haben wir keine Auswirkungsfeuer. Gucken wir mal hier. Ja, hier auch nochmal. Dann könnt ihr insgesamt halt die Chance, Brände auszulösen, enorm erhöhen. Und der Munitionstyp, also der wirkt sich auf alle Geschütze aus. Hauptgeschütze und Sekundärgeschütze. Und gerade die Sekundärgeschütze leben in meinen Augen davon, Brände auszulösen, weil die halt einfach eine schlechtere Durchdringung haben als die Hauptgeschütze. Und von daher nutze ich wirklich gerne die Kombination mit den superschweren Granaten und den HE-Geschossen. Und gegen schwer gepanzerte Ziele, wie gegen Schlachtschiffe, benutze ich dann halt gerne panzerbrechende Munition, wo es dann halt einen hohen Bonus gibt auf Penetration. Und da müsst ihr halt auch gucken, wie so die Bonis aussehen, wie der jeweilige Malus aussieht, was ihr dann halt nehmen wollt. Und das macht dann halt einfach Sinn. Experimentiert damit rum und guckt, womit ihr die besten Ergebnisse habt. Also das ist dann quasi ein Learning. Das kann euch keiner abnehmen, weil das hängt ganz stark davon ab, wie eure Spielweise ist. Und das solltet ihr halt dementsprechend einfach anpassen. Das wäre noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und damit hätten wir im Endeffekt jetzt auch alles Wichtige erstmal erklärt an Grundlagen. Ihr wisst jetzt im Endeffekt alles, was ihr wissen müsst, um eine Kampagne erfolgreich zu bestreiten. Und ich werde in einem weiteren Guide aber noch auf andere Details eingehen, wo es um Schiffskonstruktionen geht und wo es auch um Kämpfe geht. Also es wird also auch definitiv einen Kampfguide geben und einen Schiffsbauguide. Das kommt noch, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich habe auf meinem Kanal alles in Playlists organisiert. Das heißt, ihr könnt natürlich die Ultimate Admiral Sachen in Playlists finden, aber auch alles andere findet ihr in Playlists. Stöbert da gerne mal rum. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und hat euch nach vorne gebracht, konnte euch helfen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Und ansonsten über ein Abo wäre ich natürlich auch nicht traurig, weil das wird den Kanal und mich echt nach vorne bringen. Ja, in dem Sinne, bleibt dran, schaut gerne weiter und schaut im nächsten Video wieder rein. Und bis dahin, viel Spaß mit Ultimate Admiral Dreadnoughts. Wir sehen uns.